einen Zeitraum zu Jetzt halten. auf Facebook vielleicht. Bei Ihnen auch so heiß wahrscheinlich schon. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen heute im Rahmen der digitalen Vortragsreihe Transfer Neudenken, Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften in der Gesellschaft, Herr Professor Dr. Hartmut Rosa vorstellen zu dürfen. Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Nach seinem Studium in der Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik promovierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin und habilitierte sich an der Universität Jena. Nach Vertretungen an den Universitäten in Duisburg, Essen und Augsburg folgte er 2005 dem Ruf auf den Lehrstuhl an der Universität Jena. Er gilt als ein Riese der gegenwärtigen deutschen Soziologie und genießt auch jenseits der akademischen Welt große Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Er ist vor allem bekannt um seine Arbeit über Zeitdiagnosen und moderne Analyse, normative und empirische Grundlagen der Gesellschaftskritik, Subjekt- und Identitätstheorien, Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie, Soziologie der Weltbeziehung und vor allem natürlich wegen seiner Konzeption von Resonanz in Bezug auf Zeit. Es gibt viele Publikationen, ich kann sie natürlich nicht alle hier erwähnen, aber ich möchte gerne dann das letzte Buch erwähnen, Gesellschaftstheorie, das er zusammen mit Jörg Obertür und anderen geschrieben hat, 2020. 2016 das berühmte Buch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, mit Jörn Lammler und Henning Laux und David Strecker, das, was die meisten Studierenden auch kennen, nämlich Handbuch der Soziologie. Und das Buch am 2013, Social Acceleration, A New Theory of Modernity, das bei Columbia University Press erschienen ist. Und das in Deutsch, Beschleunigung und Entfremdung, Entwurf einer kritischen Soziologie, spätmoderne Zeitlichkeit. Er ist auch, und das fand ich sehr auffällig, Mitherausgeber der im 1991 von Barbara Adam gegründeten Fachzeitschrift Time and Society, weil ich früher auch für diesen Zeitschrift Dinge gemacht habe und Barbara Adam übrigens auch ein enger Kollege von mir gewesen war, damals in Cardiff, und die kommt im Oktober auch nach Eichstätt. Lieber Herr Kollege Rosa, wir freuen uns sehr, dass Sie heute im Rahmen unseres Programms einen Vortrag mit dem Titel Best Account, die Krise der Spätmoderne und die Rolle der Gesellschaftstheorie halten und sind dann auch sehr gespannt auf den Inhalt und die darauf folgende Diskussion. Okay. Sie das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr van Loon, für diese sehr freundliche Einführung. Ich versuche gerade meinen Bildschirm zu teilen und dabei nichts falsch zu machen. Dieser müsste es sein. Genau, jetzt klappt es, oder? Sie sehen meinen Bildschirm? Perfekt. Jetzt kann ich ihn bloß nicht bewegen. Ah doch, kann ich, gut, alles gut. Okay, gut, danke schön. Ja. Gut, also danke für die freundliche Einführung und auch für die Einladung nach an die Katholische Uni Eichstätt, wenn auch leider nicht in Persona. Ich vermute, es ist bei Ihnen genauso heiß wie bei uns. Thüringen glüht derzeit. Ich bin in Jena im Büro. Die Beleuchtung ist ein bisschen suboptimal, aber ich hoffe, das schadet nichts. Ich bin leider nicht mehr Herausgeber von Time and Society, weil sich meine, im Moment, das hat bis vor 2 Jahren etwa war ich es, aber viele Jahre lang mit auch großer Freude. Und Frau Barbara Adam kenne ich auch noch gut von mehreren Begegnungen und Tagungen, auch im Rahmen der International Sociological Association. Ich habe aber jetzt ein bisschen eben durch die Resonanztheorie und andere Sachen, die ich im Moment mache, den Fokus auf die Zeit verloren und dachte, deshalb ist es an der Zeit, da auch sozusagen das mit einem Schnitt deutlich zu machen. Also ich finde die Vorlesungsreihe, die Sie da haben in Eichstätt, sehr, sehr interessant und freue mich, dazu beitragen zu dürfen. Der Titel meines Vortrags, die Krise der Spätmoderne und die Rolle der Gesellschaftstheorie,
Ada ist jetzt möglicherweise immer rechts ein bisschen was abgeschnitten, aber ich denke, das schaffen wir schon, weil das ist jetzt auch nicht alles ganz wichtig. Dieser Titel ist angelehnt an ein Buch, was demnächst erscheint, was ich mit Andreas Reckwitz zusammen mache. Im Herbst wird es erscheinen bei Suhrkamp. Und der Titel des Buches ist Krise der Spätmoderne. Was leistet die Gesellschaftstheorie? Und da wollten wir oder da werden wir beide nochmal grundlegend darlegen, was wir glauben, wie man eine Gesellschaftstheorie überhaupt aufbauen kann und was die beitragen kann, auch zur Selbstverständigung der Gesellschaft und wo vielleicht auch die Grenzen sind. Und das, was ich Ihnen da heute vorstelle, ist relativ stark daran angelegt. Es ist aber auch so etwas wie ein zusammenfassender Überblick dessen, was ich in den letzten Jahren versucht habe zu tun, mit bestimmten spezifischen Erweiterungen. Und diese beiden Bilder hier nehmen wir das Thema in gewisser Weise auf, nämlich die Moderne als etwas, was sich wie auf Schienen, wie eine Lokomotive voranbewegt. Und in dem Motiv sehen Sie eigentlich zweierlei. Natürlich werden es einige, die Fans oder auch Musikfans, Rockfans erkennen. Das ist das Cover einer Heavy-Metal-Band, Motorhead. Das hieß Orgasmatron. Das habe ich schon oft als Bild verwendet, weil ich finde, dass es zweierlei ganz schön zum Ausdruck bringt. Einerseits erinnert es ein bisschen an Turner sozusagen, wie auf Schienen mit hoher Geschwindigkeit bewegt sich die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung. Ich werde Ihnen gleich darlegen, wie das meine Deutung davon ist. Aber sie wird eben nicht nur von diesen Schienen und vom Maschinellen getrieben, sondern da ist auch, die Platte hieß Orgasmatron, sozusagen ein lustvolles Moment darin, ein Begehren, ein kultureller Antrieb. Und es kommt mir darauf an, unsere Gesellschaft so zu verstehen und dann deshalb auch ihre Krisen in diesem, nicht Corona, ich habe mich nur verschluckt, in diesem Zusammenspiel von strukturellen Zwängen und Momenten und kulturellen Triebkräften zu analysieren und zu verstehen. Und ich glaube, dass auch dieses Verlangen zu verstehen immer angetrieben wird von bestimmten Krisen, wie Sie es hier in dem rechten Bild vielleicht zum Ausdruck gebracht finden, ein Männchen im Burnout sozusagen erschöpft. Da lautet sozusagen meine Kurzdiagnose der Krise. Das war ja auch ist auch in dem Cover Ihrer Vorlesungsreihe schön zum Ausdruck gebracht in gewisser Weise. Wir haben mindestens eine subjektive Krise, die im Burnout, im Ausbrennen der Subjekte und eine ökologische Krise, die sozusagen im Burn-up, im Überhitzen, im Ausbrennen der Atmosphäre entsteht. Und es gibt auch im Zwischenbereich der Politik eine Reihe von Krisen. Aber ich will dem Gang der Argumentation jetzt nicht vorgreifen. Ich habe drei Blöcke, wovon der dritte vermutlich den meiste Teil der Zeit füllen wird. Und trotzdem wird es dann dem dritten Teil relativ schnell gehen müssen, weil ich möchte gar nicht so lange reden, sondern lieber mit Ihnen diskutieren. Sogar aus systematischen Gründen, die ich auch gerne noch darlegen werde. Gut, also ich habe den Titel ja Best Account genannt. Habe ich das überhaupt draufgeschrieben? Ja, genau, Best Account. Das ist ein Begriff, den ich von Charles Taylor übernommen habe in Sources of the Self, entwickelt er, dass er sagt, im Prinzip fast als erkenntnistheoretisches Kriterium, was kann eine Wissenschaft leisten? Und sogar würde er sagen, er sagt sogar, nicht nur eine Sozial- und Geisteswissenschaft, überhaupt eine Wissenschaft. Und dann sagt er einen bestmöglichen Account. Und ich finde, das kann man ganz schlecht ins Deutsche übersetzen. Das gefällt mir auch nicht in der ansonsten sehr guten Übersetzung der Quellen des Selbst. Da heißt es irgendwie Rechenschaft, glaube ich, oder Erzählung. Oder der Übersetzer spielt sogar mit verschiedenen Begriffen. Aber ein Account ist so, ich würde sagen, ist der bestmögliche Deutungsvorschlag, den man machen kann. Egal, ob es um Physik, zum Beispiel um Astronomie geht. Wir versuchen das Universum zu verstehen und zu jedem Zeitpunkt versuchen wir einen Best Account zu geben. Und das heißt, eine bestmögliche Deutung dessen, was wir dort sehen und erleben. Und ich möchte also das kurz ausführen. Was ist ein Best Account und wieso brauchen wir das? Dann möchte ich dann will ich darlegen, wie meiner Ansicht nach ein gesellschaftstheoretischer, soziologischer Best Account, also die bestmögliche Interpretation, Deutung unserer gegenwärtigen Lage, aufgebaut sein sollte, nach meiner Auffassung, welche strukturellen oder welche formalen Kriterien ein solcher Account erfüllen muss. Und dann möchte ich Ihnen kurz vorführen, wie mein eigener Best Account der gegenwärtigen Lage und seiner Krisenbedingungen aussieht. Weil mir gar nicht so ganz klar war, worauf Sie da in dieser Vorlesungsreihe in Eichstätt den größten Wert legen, dachte ich, das ist vielleicht die beste Vorgehensweise und ich freue mich, über alle drei Teile mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Okay, also was soll ein Best Account sein? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also die bestmögliche Deutung einer Situation und eigentlich sagt Taylor, und das übernehme ich von ihr, sie muss den Akteuren Sinn machen. Das muss eine sinnhafte Deutung, eine Erklärung eines Sachverhalts oder wenn es um Gesellschaft geht, ihrer eigenen Lage sein.
Und schon an der Stelle kriege ich oft Widerspruch, sagen Kollegen, das stimmt gar nicht. Also eigentlich würde ich sagen, es muss den Akteuren, den Menschen, die beteiligt sind in der Gesellschaft sozusagen, den gesellschaftlichen Akteuren einleuchten. Und es gibt Kollegen, die sagen, nein, muss es gerade nicht. Ja, Soziologie soll widersprechen unseren Alltagsintuitionen. Und da habe ich allerdings nichts dagegen. Ja, das kann den Alltagsintuitionen durchaus widersprechen. Das würde ich auch sagen. Das wird sozialwissenschaftliche Erklärungen häufig tun, ja, dass man nicht die Alltagsintuitionen bestätigt. Aber dass man eine Deutung, die die Alltagsintuitionen in gewisser Weise so mit einschließt, aber mit Gründen und Argumenten so erweitert, dass sich in gewisser Weise sogar das Weltbild ändert. Also nehmen wir, und ich glaube, das ist auch in der Physik so, nehmen wir die Relativitätstheorie. Ja. Der beste Count, den wir gegenwärtig geben können, zum Beispiel von Raum und Zeit, da wird es schon schwierig, oder auch von Geschwindigkeit oder so. Da würde man im Alltagsverständnis erstmal sagen, die sind absolut, die sind einfach gegeben. Und Relativitätstheorie zeigt plötzlich Zeit und Zeit ist relativ, ja, zur Geschwindigkeit und zum Raum. Das ist ein Best Account, der entsteht auf der Grundlage allen verfügbaren Mitteln oder eben der besten uns gegenwärtig zugänglichen Argumente, Daten, Mittel und so weiter. Und das, glaube ich, brauchen wir auch für die Gesellschaft. Ja. Wir sollten versuchen, als Sozialwissenschaftlerin, was versuche ich zu tun als Soziologe mit meinem beschränkten Verstand und meinen beschränkten Mitteln, eine bestmögliche Deutung der gegenwärtigen Gesellschaft zu geben. Und meine These ist, dass Gesellschaften sowieso immer nicht nur einer Selbstdeutung bedürfen im Sinne von, das ist eine Deutung ihrer materiellen Realität, sondern was eine Gesellschaft ist, ist immer ein Zusammenspiel materieller, institutioneller Realitäten und bestimmter Selbstdeutungen. Wenn man so etwas nimmt wie Demokratie, ganz wichtig für unsere gegenwärtige Gesellschaft. Die ist ja nicht einfach irgendwie materiell oder institutionell gegeben. Also was sie gegeben finden materiell, sind Kreuze auf einem Zettel. Aber was sie bedeuten, ja, was wir unter Demokratie verstehen, hängt von unserer Selbstbeschreibung ab. Man kann auch sagen, das ist eine Larifari-Spiegelveranstaltung, die für die wahren Bedingungen der Gesellschaft gar keine Rolle spielt. Wenn man das tut, hat man eine ganz andere Selbstdeutung der Gesellschaft. Und was dann also ein Parlament ist oder eine Regierung, hängt immer auch von der Selbstdeutung ab. Und übrigens auch, das gilt natürlich auch für so ein komplexes Phänomen wie Klimakrise. Ja, es gibt die Klimakrise nicht schlechthin. Es gibt da natürlich harte materielle Fakten, aber es gibt auch unsere Interpretation, unsere Deutung zusammen. Und ich würde mit Hubert Dreyfus, mit dem Charles Taylor, der ja auch zusammen ein Buch geschrieben hat, sagen, alles, was uns zugänglich ist, ist in gewisser Weise Interpretation all the way down. Es gibt keine, es ist nicht so, dass wenn man die Interpretationen und Deutungen wegnimmt, man irgendwann auf die harten Fakten stößt. Die Fakten, hat ja auch schon Max Weber gesagt, sind immer auch Deutungen. Und deshalb bedeutet es, die Selbstdeutung einer Gesellschaft zu ändern, die gesellschaftliche Realität zu ändern oder mitzuändern. Ne? Also Selbstdeutung und Co-konstituieren. Soziale Realität. Und Selbstdeutung meine ich jetzt natürlich nicht irgendeine, nicht weil es in irgendeinem Buch steht, sondern die operative, die gesellschaftlich wirkmächtige Selbstdeutung. Ja, soziale Akteure haben ein bestimmtes Verständnis davon, was es heißt, wenn sie zur Arbeit gehen morgens. Oder was so ein Webinar ist. Ja, das hat sich sozusagen allmählich herausgebildet. Zu so einem Webinar gibt es eine bestimmte gesellschaftliche Selbstdeutung. Ja, dass einer redet, dass die anderen teilnehmen dürfen. Das ist jetzt ein super neues Phänomen. Aber bei allem, was wir tun, zum Beispiel, ich war gerade im Supermarkt. Ne? Was ein Supermarkt ist, da gibt es eine bestimmte Selbstdeutung. Man bedient sich nicht einfach und fängt an zu essen oder so, sondern die Regeln und so sind Teil der Selbstdeutung. Und wer diese Selbstdeutung ändert, ändert die gesellschaftliche Realität. Und ich glaube aber, dass explizite Selbstdeutung, wie sie dann zum Beispiel in einer soziologischen Theorie oder in einer Gesellschaftstheorie oder in einer modernen Theorie sich niederschlagen, letzten Endes immer auf eine gewisse Krisenwahrnehmung reagieren. Diese Idee habe ich eigentlich von Max Weber, aber ich finde, man kann sie mit sämtlichen Pragmatisten rechtfertigen oder mit Boltanski und Chapello oder mit Michael Walzer oder mit wem immer sie wollen. Nämlich zu sagen, wir fangen an, unsere Wahrnehmung, eigentlich, ich würde sagen, unsere Selbstdeutung auszubuchstabieren, in eine Theorie zu fassen, wenn wir das Gefühl haben, damit stimmt irgendwas nicht. Na, entweder ist die Deutung falsch oder sie ist in Gefahr. Bei Max Weber heißt es in einem Brief, der Tausendfüßler kann gehen, ohne die Anatomie seiner Beine zu kennen. Erst wenn etwas damit nicht stimmt, wenn eines der Beine lahmt, fängt er an, über das Zusammenspiel der Beine nachzudenken und so etwas wie eine Theorie zu entwickeln. Ne? Zwar wissen wir natürlich nicht, was der Tausendfüßler denkt, aber das Argument ist, glaube ich, sehr klar. Da Sachen, die fraglos funktionieren, über die haben wir normalerweise gar keine Theorie.
Auch nicht über unsere, wir denken erst über unsere Atmung nach, wenn uns aus irgendeinem Grund das Atmen schwerfällt oder fragwürdig erscheint oder plötzlich alle Leute Masken haben oder so. Das heißt, theoretische Entwürfe, dieser Reflexionsschritt, ich brauche einen Account, eine Deutung meiner Realität, setzt immer ein auf die Wahrnehmung, hier stimmt etwas nicht. Deshalb glaube ich durchaus, dass diese Selbstdeutungen einer Gesellschaft immer auch auf Krisenwahrnehmungen reagieren. Dann werden sie explizit gemacht, artikuliert und wahrscheinlich auch in Diskussionen oder Debatten, je nachdem, wenn es diese Möglichkeit gibt, ausgetragen. Und deshalb glaube ich, dass ein Best Account, wie jede Gesellschaft ihn auch braucht, ein Versuch ist, eine bestmögliche Deutung einer bestimmten historischen Lage, also zum Beispiel unserer spätmodernen Covid. Sie hatten auf der Eingangsfolie diese drei Krisen. Ja, Covid ist irgendwie ein Problem, eine Rezession, die droht. Die Finanzmärkte sind sowieso schon lange außer Kontrolle und die Klimakatastrophe. Das ist im Moment das Wabern in unseren Selbstdeutungen und was soziologische, was auch erwartet werden kann. Ich glaube, was erwartet werden kann und sollte von Soziologie und Gesellschaftstheorie, ist, dass sie versucht, einen Best Account dieser Lage zu geben. Ja, in was für einer Situation sind wir gerade? Der Kollege, ich glaube, es war Wobruba, aus Leipzig hat gesagt, warum gehen Leute und sogar durchaus viele Leute heutzutage auf Soziologie-Festivals oder Philosophie-Festivals, weil sie wissen wollen, was los ist, ist seine Antwort. Sie gehen dahin, weil sie einen Account unserer Lage haben wollen. Was ist da gerade los? Was sind wir für eine Gesellschaft? Wieso haben wir die Probleme, die wir haben und so weiter? Und ich behaupte eben, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das ich weiß nicht mehr, wo ich das geschrieben habe, aber doch, ich glaube, ich wollte es an der Stelle sagen. Natürlich gibt es solche Selbstdeutungen überall. Ja, in den Zeitungen können Sie jeden Tag kurze Sketche davon lesen oder so. Und Politiker geben solche Deutungen auch. Und also ich habe Kollegen, die sagen, ernstzunehmende, und die ich sehr schätze, die sagen, nein, solche Selbstdeutungen gehören ins Feuilleton. Oder wir sollten sie der Politik überlassen. Und das finde ich eben falsch. So wie die Relativitätstheorie entsteht auch nicht im Feuilleton oder in Politik oder so oder in der Politik oder sonst wo. Ich finde, es ist doch die Aufgabe, nicht, wenn ich Politikerin bin oder Politiker, dann versuche ich natürlich eine bestimmte Agenda. Ich formuliere dann meinen Account der Lage so, dass er mit meiner politischen Agenda zusammenpasst. Das ist völlig legitim, wenn Sie in der Politik operieren. Und wenn Sie im Feuilleton schreiben, dann müssen Sie ja fast tagesaktuell auf der Basis sozusagen ganz bestimmt nicht solider Forschung, weil Sie das nicht machen können, einen geistreichen Gedanken, der sich gut verkauft, formulieren. Aber in den Sozialwissenschaften haben wir die Pflicht, auf der Basis allen verfügbaren Wissens mit Einsatz empirischer Daten beziehungsweise der empirischen Sozialforschung, der philosophischen Konzepte, konzeptuell so konsistent wie möglich und unbedingt. Und das finde ich eben ganz wichtig und deshalb finde ich, dass es Wissenschaft ist. Unter Einhaltung dessen, was Max Weber intellektuelle Rechtschaffenheit oder intellektuelle Redlichkeit nennt. Nämlich, dass ich den Account so formuliere, dass er die Gegeneinwände, die dagegen diese Deutung gemacht werden können, so ernst wie möglich nimmt. Und ich würde sogar noch mehr setzen, das habe ich hier hingeschrieben, mehr sagen. Ein Best Account, wenn er sozialwissenschaftlich sein soll, verlangt geradezu danach, dass man sich systematisch nicht nur der Kritik der Kollegen und Kolleginnen aussetzt, sondern der gesellschaftlichen Akteure aller Art. Wenn ich im Elfenbeinturm der Wissenschaft eine Deutung formuliere, wie die Welt angeblich aussieht, kann ich ziemlich sicher sein, dass sie anderswo anders aussieht. Und deshalb, und ehrlich gesagt, ich versuche das zu tun, so beschränkt es möglich ist, dann reden Sie mit Schülern und Schülerinnen. Macht es Sinn aus eurer Sicht, mit Studierenden, mit Lastwagenfahrern, mit Menschen mit Menschen in den Müllsammlern von mir aus in Porto Alegre oder so. Man kann nicht mit allen reden, aber die Idee müsste sein, und ich finde, das war die Idee der Public Sociology, das Wissen von Akteuren und Akteurinnen, deren Deutungen aus möglichst vielen Bereichen so ernst wie möglich zu nehmen, so gut es mir eben möglich ist. Ja, weil die haben andere, nicht nur andere Wahrnehmungen und Deutungen, sondern ein anderes Wissen an anderen Positionen der Gesellschaft. Und deshalb kann ein Best Account niemals abgeschlossen sein. Er wird immer wieder auf Missverstehen, auf Gegenentwürfe, auf Kritik stoßen. Und meine Hoffnung ist, das muss dann auch gar nicht der Eigentum dessen bleiben, der es zuerst formuliert hat. Ja, ich glaube nicht, dass ich mit dem Resonanzbuch zum Beispiel das letzte Wort über Resonanz gesagt habe. Ich will gar nicht die Oberhoheit darüber haben, wie man Resonanz zu deuten hat, sondern das greifen Menschen hoffentlich in der ganzen Welt, ich glaube, es ist so, weil es in ganz viele Sprachen übersetzt wurde, auf. Und die machen alles Mögliche daraus. Ne? Aber deshalb würde ich nie behaupten, Sozialwissenschaften produzieren Wissen.
Ne, weil nämlich, dann kann man zu Recht den Vorwurf machen, das ist dann immer ethnozentrisch oder eurozentrisch verengtes Wissen. Nein, das machen sie nicht. Ich produziere kein Wissen. Ich produziere einen mir möglichen Best-Account, der im Dialog verbessert werden kann und sollte. Gut, das war der erste, das war sozusagen der eine Teil, der mir ganz wichtig ist. Der zweite ist jetzt, wie sollte aus meiner Sicht ein Best-Account der gegenwärtigen Gesellschaft verfasst sein? Da will ich nur drei Punkte machen, meiner Ansicht nach. Sozusagen geht es mit einem bestimmten Totalitätsanspruch einher, weil ich finde, es reicht nicht, wenn man das tun will, ein Best-Account unserer Lage, einzelne Phänomene herauszugreifen. Wir haben gestern in meinem eigenen Kolloquium mit Ulrich Bröckling diskutiert. Die machen sowas wie ein Glossar der Gegenwart und ich finde, das reicht nicht. Also zu sagen, ich nehme mal verschiedene Begriffe, die mir alle irgendwie wichtig erscheinen, weil sich dann sofort die Frage stellt, in welchem Zusammenhang stehen die? Ich will nicht einzelne Phänomene erkennen, schon, natürlich will ich einzelne Phänomene erkennen, aber ich glaube, ich brauche einen Sinn dafür, wie die verschiedenen Ebenen des Sozialen, zum Beispiel die Krisen, Corona-Krise, Rezessionsdrohung, was war die dritte? Klimakrise, ja. Gibt es da einen Zusammenhang dazwischen? Sind da manche eher zufällig? Sind manche systemisch? Gibt es strukturelle Veränderungstendenzen, die ich erkennen muss? Dafür, glaube ich, brauche ich würde ich mit Adorno sagen, Totalitätsanspruch sozusagen, mehr als nur einzelne Prozesse, dass ich sage, ich gucke jetzt mal bestimmte Demokratisierungsbestrebungen an oder bestimmte Rationalisierungsprozesse oder bestimmte Individualisierungstendenzen oder so. Ich glaube, es bedarf wenigstens des Versuchs einer Zusammenschau, einer dynamischen Konstellation und ich bezeichne das als Sozialformation. Und zwar deshalb, weil ich glaube, eine Sozialformation braucht einfach, Sie wissen, ich habe jetzt keine Zeit, das im Detail zu erläutern, es gibt immer diese Struktur- und Handlungstheorie-Dichotomie. Die ist nicht identisch, aber die steht auch mit der Mikro- und Makroperspektive sozusagen im Zusammenhang. Da gibt es immer diesen oder auch kulturalistische versus materialistischen oder materialistische versus idealistische Deutungen. Und meine These ist, wir brauchen für eine gute Formationsanalyse ein Verständnis des Zusammenspiels zwischen struktureller und institutioneller Realität, die ich aus der Perspektive der dritten Person beschreiben kann. Ich glaube, ich kann gesellschaftliches Operieren versuchen, so zu beschreiben wie die Sterne. Ich versuche, ihre Bahnen zu beobachten und zu beschreiben, wie sie aus meiner Sicht aussehen. Aber ich glaube, um eine soziale Formation zu verstehen, muss ich auch die Innenseite, die Perspektive der ersten Person verstehen. Ich werde gleich sagen, dass aus meiner Sicht eine moderne Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die sich nur dynamisch stabilisieren kann. Sie muss immer zu wachsen, beschleunigen, innovieren. Und da ist sofort klar, dass nicht Institutionen wachsen und innovieren und beschleunigen können. Das müssen die Subjekte tun. Und um zu verstehen, was da passiert, muss ich verstehen, welches die Begehrungen und die Ängste, würde ich sagen, oder die Hoffnungen und Befürchtungen sind, die die Subjekte antreiben. Dazu muss ich in eine phänomenologische Perspektive wechseln. Was ist die Verheißung dieser Sozialformation, die Subjekte beflügelt? Was sind die Ängste, die sozusagen Subjekte dann auch wegsteuert oder ebenfalls in eine bestimmte Richtung treibt, so wie Max Weber es in der protestantischen Ethik versucht hat zu tun? Was sind die Triebkräfte, die diesen kapitalistischen Geist hervorbringen? Und ich glaube, erst wenn ich versuche, beides zusammenzusehen, die institutionelle, strukturelle Logik und die kulturellen Antriebsmomente, die Begehrensenergien und die Ängste, kann ich verstehen, wie so eine soziale Formation funktioniert. Ich kann nicht nur Strukturen beschreiben, weil da kriege ich ein statisches Bild. Ich muss Verständnis für das dynamische Operieren haben. Und dann behaupte ich noch, dass ein Best Account in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie, wie ich sie betreibe, eigentlich drei Ebenen haben muss. Erstmal eine Analyse. Was ist der beste strukturelle Account der institutionellen Realität? Was ist ein denkbarer kultureller Account? Was sind die Triebkräfte dieser Gesellschaft? Was ist die Konzeption des guten Lebens, die als Verheißung wirkt? Dann habe ich schon gesagt, dass ich aber auf der zweiten Ebene glaube, dass damit immer ein bestimmter Krisensinn einhergeht. Etwas stimmt hier nicht und das sollte ausbuchstabiert werden. After all, sozusagen, verstehe ich mich in der Traditionslinie der kritischen Theorie, die natürlich diesen kritischen Anspruch immer auch mittransportiert. Und ich glaube aber gegen viele meiner Kollegen aus der kritischen Theorie und Kolleginnen, dass man auch eine Idee entwickeln sollte, wie aus der Analyse und Diagnose heraus möglicherweise eigentlich sowas wie immanente Transzendenz erreicht werden kann. Wie könnte Gesellschaft denn anders aussehen? So, und jetzt habe ich keine Zeit, das systematisch zu entwickeln, wie dann ein Best Account aussieht,
wenn ich ihn selber darlege. Aber wenn Sie mir gestatten, nehme ich mir gerne noch 5 Minuten. Ich führe Sie ihn jetzt einfach nur vor. Wir können gerne, deshalb habe ich es auch im Staccato hingeschrieben. Also ich meine sozusagen im ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch andere Wörter, die dafür besser gewesen wären. Es muss im Schnellfeuer passieren. Ich kann es jetzt nur andeuten, Sie verzeihen, wenn ich es nicht systematisch ausführe. Aber was ich gerade, was ist das jetzt? Gerade was aufgeblinkt. Na gut, also wenn ich das, was ich bisher gesagt habe, da sehen Sie, ich sage, wir brauchen eine strukturelle Perspektive, Third-Person-Perspektive, eine institutionelle Analyse und eine kulturelle. Was sind die Triebkräfte? Die phänomenologische Seite. Und es gibt diese 3 Ebenen. Wie kann ich die Formation bestimmen? Was sind ihre Krisen? Wohin könnte sie sich positiv gesehen entwickeln? Und ich habe versucht, auch in dem Buch mit Reckwitz, das auch nochmal systematisch auszubuchstabieren. Ja. Meine These lautet, strukturell gesehen ist in Besonderheit der charakteristische Modus einer modernen Gesellschaft, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Das heißt, strukturell ist unsere Gesellschaft dadurch definiert, dass sie auf Steigerung in Form von Wachstum, Beschleunigung und Innovierung, ich hätte auch hinschreiben können, ökonomisches Wachstum, technologische Beschleunigung und kulturelle Innovierung angewiesen ist, um den institutionellen Status quo zu erhalten. Also die Struktur bleibt nicht erhalten, wenn wir uns nicht jedes Jahr steigern, wenn wir nicht wachsen, innovieren und beschleunigen. Da können wir die Arbeitsplätze nicht erhalten, dann können wir die Renten nicht mehr bezahlen, das Gesundheitssystem bricht zusammen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht im Detail darlegen, auch wo das herkommt. Hängt natürlich zum Beispiel mit einer kapitalistischen Wirtschaftsform zusammen, in der die Grundbewegung GWG' ist, Geld, Ware, mehr Geld, sodass die Steigerungslogik systematisch zum Beispiel in die ökonomischen Operationen eingebaut ist, aber nicht nur da. Dann habe ich gesagt, aber Wachsen und Innovieren braucht eines kulturellen Antriebs. Warum wollen wir das? Warum machen wir das mit als Individuen? Wir sind ja nicht nur gezwungen. Und da behaupte ich, das hängt damit zusammen, dass die dominante Konzeption, die operative Selbstdeutung, wenn Sie so wollen, gelingenden Lebens, die ist, dass sie sagt, gutes Leben ist oder überhaupt gut ist. Ich glaube, Sie können das wirklich, wenn Sie einmal Zeitung lesen, stellen Sie das sofort fest. Gut ist immer das, was die Möglichkeiten vermehrt, ja, ich nenne es Weltreichweitenvergrößerung oder ehrlich gesagt in dem letzten kleinen Buch habe ich das Verfügbarmachung genannt. Ja. Alles, was uns die Welt besser verfügbar macht, weil wir jetzt mit Satelliten weiter hinaussehen können, mit Mikroskopen tiefer hinein oder was sie uns ökonomisch verfügbar macht oder technisch beherrschbar, das nehmen wir als gut wahr. Ne? Und deshalb definiere ich auf der kulturellen Seite, dass moderne Subjekte einerseits angetrieben werden von der Angst, abgehängt zu werden, in den Abgrund zu fallen, nämlich den sozialen Tod, bei uns Hartz IV genannt, zu sterben. Aber ich brauche auch eine positive Antriebsenergie und das ist dieses Versprechen, mehr Welt in Reichweite zu bringen. Ja, zum Beispiel, wenn ich mehr Geld habe, höheres Einkommen oder ein höheres Vermögen, dann habe ich mehr Geld in Reichweite. Ja, Elon Musk hat jetzt sogar den Mars in Reichweite, alles andere kann er sich eh kaufen. Und auch Technik ist deshalb interessant. Mit dem Flugzeug kommt plötzlich Tokio in Reichweite und mit dem Smartphone 50 Millionen Musiktitel und so. Dass ich glaube, mit Heinz von Förster, man kann sagen, oder es ist ein umformulierter Heinz von Förster, dass für die Moderne gilt, handle der kategorische Imperativ, handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite, der Horizont des Verfügbaren größer wird. Warum ist das ein Problem? Weil sich nicht alles auf diese Weise dynamisieren und beschleunigen lässt. Es gibt Lebensbereiche, Naturbereiche, gesellschaftliche Gruppen sozusagen, deren Eigenzeit, da kommt die Zeit ins Spiel, Herr van Loon, sich nicht einfach beschleunigen lässt, ohne dass man die Dinger beschädigt oder kaputt macht. Ne? Also hier lautet meine Definition, dass sich nicht alle Lebenssphären, das habe ich gerade gesagt, gleichermaßen dynamisieren lassen und dass immer die schnelleren Sphärenprozesse oder Gruppen die langsameren systematisch unter Beschleunigungsdruck setzen und zwar immer an den Schnittstellen, da wo das Schnellere, also das Schnellerwerdende, das Langsame unter Druck setzt, zum Beispiel wo wir die Wälder so schnell abholzen, dass sie nicht nachwachsen oder die Ozeane so schnell leerfischen, dass die Fischebestände sich nicht erholen können oder wo wir die Atmosphäre so verpesten, dass die natürlichen Ausgleichsmechanismen überfordert werden. Da kommt es eben zum Aufheizen der Klimaatmosphäre. Also und übrigens glaube ich, dass es auch so etwas wie eine psychische oder früher hätte man gesagt seelische Desynchronisation gibt. Das Erfordernis, immer noch mehr zu tun. Lad dir noch ein bisschen mehr auf. Ja? Mach noch ein bisschen mehr. Jedes Jahr kommen ein paar Parameter, die Sie im Blick behalten sollten, hinzu.
Ja, wirklich, ich kann es einfach daran festmachen, was sie alles im Blick behalten sollen. Ja. Nicht nur die Steuer und die, was weiß ich, zähle das jetzt nicht alles auf, weil ich sonst bis zum Ende aller Diskussionszeit bräuchte. Aber die irgendwann sozusagen sind wir psychisch überfordert. Ehrenberg hat das postuliert, Thomas Fuchs hat es nochmal versucht, genauer zu machen. Meine These lautet, Desynchronisation sieht man an einem Burning Up. Wir überhitzen die Atmosphäre und an einem Burnout, wir brennen die Individuen aus, und ich definiere das als Desynchronisation. Und ich glaube, das sieht man auch auf der kulturellen Seite. Sozusagen eigentlich das Äquivalent oder das Pendant zur Desynchronisation auf der strukturellen Seite ist eigentlich das Gefühl, das wachsende Gefühl eines sowas wie Burnout, eines kollektiven Burnout. In subjektiver Seite, ich befasse das unter dem Begriff der Entfremdung, die in Reichweite gebrachte, die verfügbar gemachte Welt lässt sich nicht mehr anverwandeln, zum Sprechen bringen. Ja, Entfremdung ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit, und ich glaube, Depression ist die radikale Erscheinungsform davon oder der Burnout, wenn die Welt uns plötzlich völlig stumm und schweigend gegenübersteht. Da fehlen genau zwei Momente. Nämlich ich habe, nichts berührt mich mehr wirklich, dass Sie eine Depression haben, erkennen Sie daran, wenn Sie, oder ein Burnout, wenn Sie Ihre Lieblingsmusik hören und Sie nehmen wahr, ja, das ist wunderschön und es bewegt sich gar nichts mehr in Ihnen. Ja, das liegt nicht nur daran, dass Sie nichts mehr affizieren kann, sondern daran, dass Sie nicht mehr antworten können. Ja, dieses Wechselspiel zwischen Psyche und Welt oder Seele und Welt, in der katholischen Hochschule darf man vielleicht noch von Seele reden, das erlahmt, das wird gestört, der Beziehungslosigkeit heißt Entfremdung. Und ich glaube, das, was ich als Wutbürger, als wachsendes Wutbürgertum identifizieren würde, hat eigentlich genau da seine Quelle. Wir kriegen vom Leben nicht, was wir uns versprochen haben, weil die Welt sich entzieht in diesem Spiel. Also auch die kulturelle Verheißung, dass wir immer mehr Welt verfügbar machen können, hat eine seltsame Flipside, sozusagen eine Kehrseite, dass nämlich diese verfügbar gemachte Welt uns stumm wird und sich uns entzieht und zur Entfremdung führt. So, jetzt bin ich schon beim letzten Schritt. Ich habe gesagt, ich möchte aus Analyse und Diagnose so etwas wie eine Therapie, ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff. Ja. Ich bin mir vollständig bewusst, dass man das nicht einfach aus der Medizin übertragen kann, hat ganz viele, eigentlich schreibe ich es auch immer mit Anführungszeichen, hier habe ich sie vergessen. Aber trotzdem würde ich sagen, das muss zusammenhängen. Ja. Die Idee, wie es möglicherweise anders sein könnte, muss gerade aus der Krisendiagnose auf der Basis der Analyse erfolgen. Und meine These war, dynamische Stabilisierung, der Zwang zur Steigerung führt systematisch zur Desynchronisation. Da brauchen wir eine andere Form der Stabilisierung. Die kann aber nicht einfach statisch sein im Sinne von, wir frieren Gesellschaften ein, so wie es kalte Gesellschaften im Sinne von Claude Lévi-Strauss eigentlich versucht haben zu tun, ja, Zeit anhalten oder stillstellen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Deshalb ich operiere da immer noch mit dem Begriff der adaptiven Stabilisierung, was nicht ganz unproblematisch ist. Ich meine mit adaptiv nicht, passt euch einfach an die gesellschaftlichen Bedingungen, sondern ich meine das, was hier steht, nämlich eine Gesellschaft befindet sich im Modus adaptiver Stabilisierung, wenn sie in der Lage ist, zu wachsen, zu beschleunigen oder Innovationen hervorzubringen, wenn sie den institutionellen Status quo ändern will, die aber nicht zur Steigerung gezwungen ist, nur um den Status quo zu erhalten. Also was ich meine ist, wenn wir feststellen, wir haben ein neues Virus und wir brauchen jetzt Medizin dagegen, dann müssen wir natürlich so schnell wie möglich und so innovativ wie möglich einen Impfstoff entwickeln. Deshalb muss Gesellschaft nach meiner Auffassung in der Lage sein, zu wachsen, zu beschleunigen und zu innovieren in einem Bereich, wo es gute Gründe dafür gibt oder wo sie überhaupt Gründe dafür hat. Aber wenn Sie zum Beispiel bei Apple arbeiten oder bei irgendeiner anderen Firma, dann müssen Sie am Anfang des Jahres sagen, wir müssen ein neues iPhone hervorbringen, weil sonst die ganze Firma zusammenbringt. Da gibt es keinen Bedarf, dem das folgt. Die reine Erhaltung der Arbeitsplätze, des Unternehmens, des Aktienwertes, also die Erhaltung des institutionellen Status quo, erfordert Innovierung. Und natürlich, die Innovierung muss so sein, dass das iPhone besser ist, schneller ist, billiger, also erstmal teurer wahrscheinlich, aber sozusagen in der Produktion billiger ist. Das heißt, eine dynamische Stabilisierung heißt permanente Steigerung, um das Bestehende zu erhalten. Und das finde ich schlecht. Steigerung, um das Bestehende zu verändern, aber dagegen müsste eine Möglichkeit sein. Wir haben das in Jena versucht, in dem Postwachstumskolleg. Allerdings ist das der schwierigste Baustein, zu sagen, wie das wirklich geht. Da würde ich sagen, das kann ich auch nicht. Ich glaube, an diesem Baustein müsste die Welt überhaupt arbeiten. Und der letzte ist das, was ich am umfangreichsten ausgearbeitet habe, auf 900 Seiten. Ich habe nämlich nach einem Gegenbegriff zur Entfremdung gesucht. Was wäre denn ein nicht entfremdetes Weltverhältnis, das nicht in dieser Steigerungslogik liegt? Ja? Wenn das Verfügbarmachen von Welt eigentlich dazu führt, dass sie uns unverfügbar wird und entfremdet,
was wäre denn dann eine andere Konzeption des gelingenden Lebens? Was ist das Gegenteil von Entfremdung? Und meine These ist, ein Weltverhältnis, das nicht auf Beherrschung, Kontrolle, Verfügbarmachung zielt, das stimme ich nämlich mit Adorno überein, unsere Konzeption des Guten ist eine der instrumentellen Verfügbarmachung, der instrumentellen Vernunft. Wie wäre es anders denkbar? Und ich glaube, jeder von uns weiß es, weil meine These ist, Menschen sind von Natur aus Resonanzwesen. Das heißt, was sie eigentlich suchen, von was wir träumen im Innersten, ist eine Form der Weltbeziehung, die ich Resonanz nenne, dass das Ding, mit dem ich zu tun habe, nicht, dass ich es beherrsche, ich kann das jetzt nur behaupten und postulieren, wir können es gerne diskutieren, sondern dass es mit mir in Resonanz tritt, in eine Antwortbeziehung. Und diese Antwortbeziehung zielt gar nicht auf Kontrolle des anderen. Wenn ich ein anderes vollständig kontrolliere, wird es für mich langweilig. Denken Sie Liebe zum Beispiel als Beziehung. Wenn Sie das Gegenüber vollständig unter Kontrolle bringen, begehren und lieben Sie es nicht mehr. Na, das ist dann was anderes. Also Resonanz ist das Gegenteil von Entfremdung. Und ich überwinde Entfremdung oder sie verschwindet, wenn mich etwas wirklich berührt und affiziert, wenn ich in der Lage bin, darauf zu antworten, mich als selbstwirksam zu erfahren, nicht in einem instrumentellen Kontrollsinn, sondern in einem entgegengehenden Antwortsinn, sodass ich Resonanz zwischen mir und der Welt, und die Welt, das können andere Menschen sein, das kann ein Musikinstrument sein, mein Arbeitsgegenstand, ein Text, an dem ich schreibe, ein Leibbrot, den ich backe, vielleicht sogar der Berg, den ich als Bergfrau oder Bergmann bearbeite, vielleicht auch mein eigener Körper übrigens. Also Resonanz ist das Wechselspiel zwischen etwas berührt mich und ich antworte darauf, und dabei, drittes Merkmal, verwandeln wir uns, wir bleiben nicht dieselben. Bruno Latour sagt, das ist der Moment, in dem ich mich lebendig fühle. Ja. Wenn ich einen Ruf höre und darauf antworte, wenn ich in der Lage bin, darauf zu antworten und mich berühren und verwandeln zu lassen. Natürlich klingt das katholische Universität, da klingen theologische Motive mit. Ich glaube, da liegt die Stärke der Religion, dass sie eigentlich immer schon Resonanzbeziehungen als basale Form der Weltbeziehung denkt. Martin Buber scheint mir da ganz stark vor Augen zu stehen. Ja, diese Ich-Du-Beziehung hat genau diese Form. Und sie ist aber unverfügbar. Und da gerät sie in Konflikt zur modernen Steigerungslogik. Ich kann Resonanz nicht herstellen und ich kann es auch nicht kaufen. Wir versuchen das immer. Ja, kauf dir eine Kreuzfahrt mit Polarlichtgarantie. Du hast einen Rechtsanspruch auf das Polarlicht. Sie können das Polarlicht von mir aus kaufen. Aber dass das Sie wirklich berührt, dass Sie eine existenzielle Erfahrung machen, das können Sie nicht. Und wenn Sie diese existenzielle Erfahrung machen, wissen Sie nicht, was die Folge dabei ist. Ich habe gerade in einer englischen Zeitschrift, Political Journal of, eine Journal of Political Power, geschrieben. Da hat einer gemeint, da sind 6 Kritiken oder so, 6 sehr lesenswerte Kritiken zum Resonanzbuch erschienen. Und einer der Autoren meint, Resonanz ist, wenn alle meine Erwartungen erfüllt werden. Ja, und dabei gibt er aber selber ein Beispiel, das eigentlich das Gegenteil belegt, nämlich von einem der Weltumsegler damals, der in diesem einen, wie ist es damals, ich komme jetzt auf die Schnelle nicht drauf, da war ein berühmtes Segelrennen, wer als erster die Welt umrundet, glaube ich. Und der geführt hat und auch gewonnen hätte, ist plötzlich abgebogen und hat gesagt, nee, der Ozean sagt ihm ganz was anderes. Ja, sein Sein auf dem Meer sagt ihm, was für ein Quatsch das ist, ja, als Erster da sein zu wollen. Er verschwindet irgendwo in die Südsee oder sonst wohin. Und das ist das, was ich meine. Wenn dieser Prozess, Resonanzprozess einsetzt, ja, du weißt nicht, wann es kommt, du weißt nicht, was passiert, aber du weißt nicht, was dabei herauskommt. Resonanz ist immer ergebnisoffen. Wir verwandeln uns dabei, aber wohin? Vermag keiner vorherzusehen. Und das wünsche ich mir immer auch bei Diskussionen. Ja. Manchmal kommt es nicht zur Resonanz. Sie sitzen vielleicht gelangweilt da und denken, hoffentlich ist bald vorbei, weil draußen ist heiß oder so. Dann gibt es keine Resonanz. Vielleicht treten wir aber gleich in tiefe Resonanz. Aber niemand weiß, an welcher Stelle und auf was für ein Gedanke dabei entsteht. Ich glaube, das ist systematisch so wie in der Quantentheorie. Ich würde da Hannah Arendt den Anschlag bringen, Natalität. Was sich da Neues ergeben wird in diesem feinen Wechselspiel, das auch in wissenschaftlichen Diskussionen entstehen kann, ist ergebnisoffen. Das kann keiner vorhersagen, nicht mal der beste Massenpsychologe oder sonst was. Diese 4 Achsen der Resonanz, die lasse ich jetzt einfach weg. Sie sehen hier, was ich Ihnen sagen wollte. Das ist der sicher ein bisschen, der ist wahrscheinlich der ein bisschen sozusagen, wie heißt das, überzogene, hybrische Versuch, einen Best Account zu formulieren. Aber ich finde, es ist es wert, wir sollten es tun. Und Sie dürfen mir sehr gerne sagen, was dabei alles falsch war. Ganz herzlichen Dank für die Geduld und sorry für das leichte Überziehen. Vielen Dank. Herr Professor Rosa, vielen Dank und auch danke, dass Sie jetzt wieder zurück sind im Sprechermodus. Vielen Dank. Ich hatte ja nicht auch ein bisschen gehofft, dass Sie ein bisschen überziehen werden, weil dann kriegen wir auch, sag mal, our money's worth, so to speak, im virtuellen Sinn. Da war so viel da. Und ich bin gefragt worden, ein bisschen
darauf zu reagieren. Mittlerweile können die Zuschauer, Damen und Herren, die das über Livestream verfolgen, auch gerne Fragen stellen. Stefan Reich wird das hier über den Chat vermitteln. Ich weiß nicht genau, welcher technische Modus dabei benutzt wird, um Fragen zu stellen. Aber das wird sich wahrscheinlich, wenn Sie Livestream machen, klar sein, wie man das tun sollte. Sonst würde ich sagen, Stefan, erklär das nochmal kurz. Du schreibst die Fragen an uns, aber wie die Leute dir Fragen stellen, dieser Modus muss dann noch kurz erklärt werden, vermute ich. Ja, Sie können gerne Fragen stellen. Die Teilnehmer in Zoom können direkt eine Frage stellen und können auch gerne auf die Bühne kommen. Die Teilnehmer auf Facebook und auf YouTube können gerne in die Kommentare die Frage stellen. Ich werde sie dann weitergeben. Ja. Die wird gestellt. Es gibt eine Menge von Möglichkeiten. Ich muss meine Augen ein bisschen auf den Chat halten. Ich kann Menschen aus dem Webinar auf die Bühne holen. Geht das? Aber das mache ich nicht eins für eins, weil dann bin ich mit Klicken beschäftigt, anstatt mit einer Reflexion auf was Sie gesagt haben. Und ich war sehr, sehr interessiert daran. Und es geht hier gleich sofort natürlich über diese Idee vom Best Account und dann die problematische Übersetzung, die dabei kommt. So, Sie gehen für Deutungsvorschlag. Ich bin kein Deutscher. So, für mich ist es gleich sofort, okay, ich erkenne ein bisschen die deutsche Soziologie. Deutung ist ganz wichtig, hat eine starke, sag mal, hermeneutische Tradition auch drin. Aber später, fand ich sehr interessant, haben sich doch ein klein bisschen, sag mal, wenn es dann geht um zum Beispiel Best Account auf Basis allen verfügbaren Wissens, da kam doch ein bisschen auch von Weber noch was anderes dazu, nämlich intellektuelle Rechenschaft. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Deutungsvorschlag, es ist auch eigentlich ein bisschen eine Rechenschaftsgestalt. Und vielleicht sogar, weil man kann sagen, wir versammeln alle Wissen, und das ist eigentlich eine Frage, ist es vielleicht doch auch ein bisschen eine Bilanz, so wie das ganz enge englische Wort Account eigentlich bedeutet. Ein bisschen eine Bilanz aufmachen, und ich muss gleich sofort denken an John Law, der es einmal über dieses Accounting nochmal als virtuelles Objekt gedacht hat und dass es eigentlich auch in Verhalten meistens als eine Art virtueller Akteur auch aufgeführt wird. Der Account sagt das. Und ich war eigentlich interessiert, ob diese Dinge möglicherweise kombinierbar sind für Sie als Best Account. Diese drei Modi sozusagen. Also Deutung sozusagen, da würde ich sagen, ja, auch diese Bilanz würde ich schon auch sagen. Absolut, das gehört mit dazu. Aber natürlich jede mögliche Bilanz, ich finde, jede Bilanz weist ja schon bestimmte Parameter aus, auf der sie sagt, das ist wichtig und jenes ist wichtig. Und da würde ich schon sagen, da ist immer auch schon Deutung drin, ja, um zu sagen, dieser Parameter ist wichtig und so und so. Aber trotzdem stimme ich Ihnen völlig zu, auch im Sinne von Rechenschaft, ganz klar. Also ich glaube schon, ich bin überhaupt kein Gegner empirischer Sozialforschung. Ja? Also wenn man irgendwelche Hypothesen in den Raum stellt, zum Beispiel gerade bei der Beschleunigung, ich war eigentlich ehrlich gesagt getrieben von dem Verlangen oder von der Diskussion, dass einige gesagt haben, Beschleunigung ist nur so ein Topos, ja. Menschen sagen halt, die tun immer so, als würde alles schnell. Es ist halt beliebt, sich über das hohe Tempo zu beklagen. Und du musst geradezu sagen, dass du keine Zeit hast, sonst stehst du irgendwie schlecht da. Und ich wollte wissen, ob ich sozusagen im Sinne einer Bilanz, ja, kann ich systematisch das Argument entwickeln, dass Beschleunigung ein dominanter Modus unserer Gesellschaft ist. Und dann gibt es viele Bereiche, in denen man es messen muss. So, ich würde sagen, physisch messen, man kann sogar seismologisch messen, ehrlich gesagt. Aber da muss man erst mal sehen, was meint man eigentlich? Weil manche haben gesagt, das Leben wird schneller, andere haben gesagt, die Gesellschaft wird schneller, die Dritten haben gesagt, die Geschichte wird schneller. Und es gab sogar Bücher, die hießen The Acceleration of Time. Und meine These war, das ist Unsinn, ja? Lass uns genau hinschauen, was wird denn wirklich schneller? Also in diesem Sinne Bilanz geben und auch das empirisch testen, das auf jeden Fall. Und sie meint, ab da, wo es geht, aber sozusagen, um zu sagen, was muss man testen und wie deute ich das Test zu getestet und in welchem Zusammenhang steht das, was ich finde, da brauche ich dann wieder die hermeneutische Dimension. Mhm. Ich habe die dritte Dimension nicht ganz verstanden. Sagen Sie dazwischen war natürlich die Idee von Rechenschaft. Also das gibt da, eigentlich auch ein bisschen so ein, nicht alles kann einfach zugelassen werden. Ne? Ich denke dabei natürlich an bestimmte Arten von Verschwörungsdenken oder bestimmte Arten von Querdenken. Man kann sie natürlich ernst nehmen, gleichzeitig aber werden die nicht in Dialog treten, weil die diese intellektuelle Rechenschaft nicht abgeben. Ja,
Also ja, also Rechenschaft, ja, ich würde, aber ich glaube, Rechenschaft, glaube ich, hat ja zwei Dimensionen, die ich beide für wichtig halte. Ich finde, es hat schon auch eine normative Dimension. Und ich glaube, zu einer Selbstverständigung, also das würde ich sogar mit Max Weber sagen. Ich meine, man muss da genau hinschauen, was er sagt. Er sagt ja nicht, Wissenschaft ist wertfrei. Ja? Die Idee ist sozusagen, dass die wissenschaftliche Aussage eigentlich den Kriterien intellektueller Rechtschaffenheit oder Redlichkeit genügen muss. Im Sinne von, nimm die Gegenargumente ernst und finden, sage nicht, was du sozusagen gut oder schlecht, per gut oder schlecht findest. Aber auch da sagt er, in der Auswahl der Begriffe, in der Definition der Probleme, da stecken sozusagen Wertungen mit drin. Und sich über diese Rechenschaft abzulegen, finde ich sehr wichtig. Und natürlich habe ich als kritischer Theoretiker und als einer, der von Charles Taylor herkommt, ein Interesse an normativen Fragen. Ich glaube, ich muss die Konzeption des Guten verstehen und in einer Gesellschaft. Und ich muss sie hinterfragen mit meinen eigenen Mitteln. Deshalb würde ich sagen, also Rechenschaft ist intellektuelle Rechenschaft im Sinne von harter Argumentation, auch faktenbasierter Argumentation und normativer Rechenschaft. Das heißt nicht, ich kann beweisen, dass meine Position richtig ist, sondern ich kann offenlegen, welches eigentlich meine moralische Landkarte ist, wie Charles Taylor es nennt. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt einen Gast zugelassen in unserem Raum. Das ist der Herr Michael Seiler. Der hat als Erster, als Schnellste eine Frage ausgetippt und deswegen hat er auch die Ehre, als Erste in diese Gruppe zugelassen zu werden und seine Frage selber zu stellen. Herr Seiler. Ja, okay. Also ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Ich bin nämlich eigentlich ein bisschen fachfremd. Ich studiere Anglistik. Meine Frage wäre gewesen, es gibt ja viele Philosophen oder auch Soziologen teilweise, da gibt es ja Überschnitte, aus der Postmoderne, die jetzt behaupten würden, dass Metanarrationen nicht möglich sind. Mhm. Also zum Beispiel Foucault. Mhm. Und ich hatte ja bei Ihrem Eindruck, bei Ihrem Vortrag schon den Eindruck, dass quasi Ihr Konzept vom Best Account so eine Metanarration als Ziel hat. Ja. Also die bestmöglichste Beschreibung von allem, was los ist. Ja. Wie würden Sie jetzt halt auf jemanden antworten, der behauptet, dass solche Metanarrative gar nicht möglich sind? Also da würde ich mich selber gar nicht dazu zählen, aber... Ja, es ist eine ganz wichtige Frage. Also Lyotard sozusagen steht da auch im Hintergrund, also das Ende der großen Erzählungen. Also die Frage ist ganz sicher berechtigt. Ich würde darauf antworten, dass natürlich, ich meine, schauen Sie sich, eigentlich würde ich, glaube ich, versuchen, mit zwei Strategien zu antworten. Die eine ist, ich würde sagen, ja, dann gucken Sie sich mal an, was Menschen machen. Ja, eigentlich galt das ja auch für die Literatur, hat man gesagt, wir sind am Ende der Narration. Ja, jetzt gilt jetzt diese Postmoderne von MTV-Videos, was ja auch was Faszinierendes hatte, so eine Überblendung verschiedener Erzählstränge, ohne dass noch eine Erzählung da ist, so alle möglichen Zeitebenen fließen durcheinander. Aber durchgesetzt hat sich das nicht. Ja, Menschen brauchen weiterhin Erzählungen, um aus sich und ihrem Leben einen Sinn zu machen. Und ganz interessant ist, wenn Sie sich die gegenwärtige, das angucken, was unser Selbstverständnis prägt. Da kommen Sie auf so Leute wie Harari oder selbst Jürgen Kaube hat gerade den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen, der zum ersten Mal vergeben worden ist. Ich habe vergessen, wie das Buch genau heißt, wie alles anfing oder so. Was im Moment die totale, also kulturell, also bis dahin, dass hochrangige Jury Sachbuchpreise verleihen, das sind lauter Metanarrationen vom Beginn der Welt, ja, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Ich würde sagen, als Menschen können wir gar nicht anders. Und wie gesagt, ich sage das nicht feindlich, um zu sagen, guck mal, wie blöd die sind. Ja, ich glaube, unser Wissen wird immer unvollständig sein. Aber ich habe das gerade gestern mit Ulrich Bröckling diskutiert. Die sagen im Prinzip das. Ja, die These war, sie wollen keinen Zentralfokus haben, ja, sondern sie wählen nur eine Reihe von Begriffen aus, die sie in einem Glossar zusammenstellen. Aber die Frage ist, wie wählen sie diese Begriffe aus? Und dann hat er ziemlich deutlich gemacht, naja, also es geht um Menschen, wie ist es da, Menschenführungskunst oder so. Und das wird in die drei Bereiche Rationalisierung, Technisierung und Subjektivierung, glaube ich, oder Individualisierung gebracht. Dahinter steckt sowas wie eine metanarrative Idee, ja, dass nämlich Diskurse oder so eine große Bedeutung haben, die sich dann, eigentlich steckt dahinter halt Foucault, von dem ich schon finde, das war eine faszinierende Metanarration. Ja. Das ist nämlich ein Zusammenspiel der Achse des Wissens, der institutionellen, also der Achse der Macht und der Achse des Selbstverständnisses gibt, die so etwas wie die Moderne und das moderne Subjekt hervorbringen. Also ich glaube, also das wäre sozusagen mal, also meine erste Antwort ist, Menschen suchen immer noch nach Metanarration. Und wenn wir sie nicht wissenschaftlich fundieren, dann macht es halt jemand anderer.
Also wenn wir nicht versuchen, das wissenschaftlich zu tun. Meine zweite Antwort ist, auch die, die behaupten, es gibt keine mehr, also die Postmodernen, wie man sie nennen kann, die haben heimliche Metanarrationen im Hinterkopf, im Hintergrund, die sie bei der Auswahl leiten, aber sie explizieren sie nicht und damit stellen sie sich sozusagen nicht mehr der Diskussion und das finde ich eigentlich unlauter, wenn ich es sozusagen ein bisschen jetzt auch polemisch formulieren darf. Aber vielen Dank für die Frage. Ja, danke. Damit haben Sie sich ganz bestimmt nicht blamiert. Dazu habe ich dann noch eine kleine ergänzende Frage, weil ich habe ziemlich viel natürlich aufgeschrieben. So, da gab damals rund der 65. Geburtstag von Ulrich Beck eine Diskussion zwischen Ulrich Beck und Bruno Latour. Ja. Und Latour hat Ulrich Beck einen Kosmonaut genannt. Also jemand, der seinen Kosmopolitismus betreibt, eigentlich von außerhalb dieser Planeten. Inwieweit glauben Sie, dass diese... Inwieweit sehen Sie Ihre Arbeit als ein Teil der Kosmopolitik? Und oder ist doch die Art Kritik, die Sie führen, doch eher ein bisschen mehr immanent? So, wie weit muss man von der Welt sich trennen, um diese Metanarrative zu gestalten? Naja, ich glaube, dass man sich gar nicht von der Welt trennen muss. Also absolut nicht. Ich glaube auch, dass es gar nicht geht. Der Vorwurf wäre da vielleicht, dass man sowas wie ein View from Nowhere einnimmt oder so, von dem ich natürlich sofort zugestehen würde, den gibt es nicht. Ja, den kann es nicht geben. Also das würde ich, also da, ich, da denke ich, dass jede hermeneutische Perspektive einem davor schützt. Es gibt immer nur sozusagen, jeder denkbare Best Account ist auf dem Boden einer ganz bestimmten kulturellen, historischen Entwicklung und auch einer bestimmten Lage. Ich würde sofort zugestehen, was ich als Best Account formuliere, ist geprägt vom europäischen Denken, aber auch, dass ich männlich bin und dass ich weiß bin und so. Das geht natürlich in das Denken ein, es ist unmöglich, es gibt kein View from Nowhere. Ne? Aber ich glaube, ein so formulierter Account kann sich öffnen, eigentlich, das ist sogar meine Resonanzhoffnung, ja? Hören darauf, wie andere Accounts aussehen oder wie der eigene Account von einer anderen Perspektive aus aussieht und dann versuchen, ihn zu modifizieren. Aber ich denke, dass wir dann sozusagen auch sowas wie am Ende auf sowas wie eine kosmologische Perspektive kommen. Ich glaube übrigens, ich hatte das große Vergnügen, mit Bruno Latour im Sommer zu diskutieren über solche Fragen und einen Aufsatz mit Ulrich Beck zu schreiben, kurz bevor er gestorben ist. Es ist ziemlich interessant, eigentlich die beiden auch tatsächlich da zu vergleichen. Also ich glaube, dieser Trend zum Planetaren in gewisser Weise, ich glaube, dafür gibt es einen guten Grund, dass wir nämlich, und das ist schon interessant, also wissen Sie, in meinem Best Account geht ein, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem neuen Buch geschrieben habe oder anderswo, aber auf jeden Fall geht ein, dass ich glaube, unsere Gegenwärtige Weltgefühl, ja, also sozusagen mit Weltgefühl meine ich unser Gefühl dazu, wie wir zu dem Kosmos stehen, von mir aus, wird ganz stark beeinflusst von einer, ich nenne es ontologische Verunsicherung, dass wir nämlich den Eindruck haben, die Ozeane, die Berge, die Wälder, alles, was wir einfach als sichere ontologische Basis nehmen, die sind nicht sicher und unverrückbar. Ja, die stehen mit uns in Wechselwirkung, die könnten auch verschwinden, wir könnten die auch zerstören. Das ist eine fundamentale ontologische Verunsicherung. Also bei Giddens heißt ontologische Sicherheit, ich weiß oder ich gehe implizit davon aus, der Boden wird sich nicht auftun unter mir und die Decke fällt mir nicht auf den Kopf, ja, anders als da bei Asterix, wer ist das, einer von denen, der immer diese Sorge hat. Das ist ontologische Sicherheit und ich glaube, wir haben praktisch die Umwelt als im Sinne der ontologischen Sicherheit erfahren. Der Wald ist da, der Fluss rauscht und so weiter, die Wolken kommen und gehen, so ist es vielleicht immer beschrieben worden. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, oh je, ob die Wolken kommen und gehen, ob es heute heiß wird oder nicht, das steht mit uns in Wechselwirkung. Und deshalb kommt plötzlich eine ganz neue planetare oder kosmologische Sicht ins Spiel. Aber da sehen Sie sozusagen, das ist kein View from Nowhere, das ist ein View from sehr geerdet. Ja. Vielen Dank. Mittlerweile ist auch Editha Marquardt auf uns zugestoßen. Sie hat eine doppelte Frage, aber Sie können die ruhig in einem Stream beide stellen. Frau Marquardt, Sie dürfen was sagen. Hallo, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag, der viele neue Ideen bringt. Und es war eigentlich eine Frage, ich habe nur aus Versehen auf Enter geklickt, deswegen waren das zwei. Und zwar habe ich das jetzt so verstanden, Best Account als möglich, als ein Zugang zur Welt durch Wissenschaft, so wie Sie es dargestellt haben, ein Deutungsvorschlag, den Wissenschaft gibt. Und ich habe mich gefragt, Ernst Cassirer geht ja aus von unterschiedlichen symbolischen Formen,
durch die man den Zugang zur Welt erlangt, ne? Sei es Kunst oder Religion, ja, stellt er gleichberechtigt neben Wissenschaft. Und würden Sie sagen, dass man diese Begrifflichkeit auch übertragen könnte auf andere Formen der Welt, die Welt zu verstehen und zu deuten? Ja, vielen Dank für die Frage. Die finde ich auch, die finde ich sehr gut und sehr wichtig. Schon deshalb, weil ich keine perfekte Antwort darauf habe. Also Sie haben völlig recht. Ich würde sagen, also der Begriff Best Account ist noch nicht der ideale. Vielleicht fällt uns irgendwann ein besserer ein. Ja. Unser Account der Welt, also unser Sinn dafür, was die Welt ist, wird ja bei weitem nicht nur durch Wissenschaft geformt. Ich würde sagen, fast als letztes. Ja, also unser Verständnis davon, was ein Mensch ist, was das Leben ist, was der Fluss ist, wird ja ganz stark auch beeinflusst von den Liedern, ja, The River oder so, von den Filmen, von der Religion natürlich, von auch vom Alltagshandeln und ehrlich gesagt auch von der praktischen Erfahrung. Ja, der Sinn dafür, was Dinge sind, entsteht erstmal in der Praxis, auch durch leibliche Erfahrung. Und ich finde, ein Best Account der Welt, das hängt jetzt davon ab, was ich unter Best Account verstehe. Also was Wissenschaft tun kann und will, ist das einmal ausbuchstabieren, ja, das ausformulieren, das in einen systematischen Zusammenhang zu bringen. Ja. So ein Film zum Beispiel operiert ja auch also durch Bilder, natürlich durch Emotionen und durch leibliche Erfahrungen und so weiter. Und das systematisch auszubuchstabieren ist, ich würde sagen, ist immer der sekundäre Schritt. Ja, unser Weltsinn, eigentlich nenne ich es, also was, der Untertitel meines Resonanzbuchs, das ich als mein bisheriges Haupt begreife, er heißt Soziologie der Weltbeziehung. Und unser Sinn der Weltbeziehung entsteht, wie Sie es vielleicht auch meinen, durch die Arbeit, durch die Interaktion, durch die Liebe, durch den Sport, durch die Religion, körperlich hier, durch unsere Sprache. Und alles das definiert meine Weltbeziehung. Und Wissenschaft versucht die jetzt auszuformulieren, auch mit dem Blick darauf, wo stimmt es vielleicht nicht? Ja, wo kommen Probleme her? Und wenn man Best Account jetzt als die beste Form der Ausformulierung versteht, dann würde ich sagen, dann ist es die Aufgabe der Wissenschaft. Und der Film wird das nicht tun, das systematisch auszubuchstabieren. Aber das heißt nicht, dass die Wissenschaft jetzt das richtige Verständnis der Welt hat. Eigentlich stelle ich mir das so vor, dass Wissenschaft und die anderen Bereiche, die für unser Leben wichtig sind, selber in eine Art von Resonanzverhältnis treten. Eigentlich, ich glaube, das ist so. Also da formuliert Wissenschaft was und dann stellen sie plötzlich fest, ja, ich finde das zwar richtig, aber es fühlt sich schlecht an. Oder ich handle jetzt trotzdem anders aus irgendwelchen Gründen. Und dann müsste dazwischen sowas wie ein Resonanzspiel entstehen eigentlich. Hören und antworten. Ja? Beide Seiten. Ich habe das schon in meinem Taylor-Buch, in meinem ersten, meiner Dissertation versucht zu sagen. Ich habe immer sowas wie ein Selbstbild als Einzelner und auch als Gesellschaft. Eine ausformulierte Erzählung meiner selbst. Und ich habe aber auch ein gelebtes Selbst. Und die beiden sind nie in Deckung. Ja, also ich halte mich irgendwie für einen total tollen Vater und für einen idealen Wissenschaftler, ich weiß nicht was. Ja. Und dann stelle ich irgendwie fest, ja, aber irgendwie so der richtig gute Wissenschaftler bin ich doch nicht. Und wenn ich den sein will, dann kann ich nicht mehr der gute Vater sein oder so. Ja. Also mein gelebtes Leben gerät immer in Widerspruch zu dem, was ich artikuliert habe. Und ich glaube, jetzt können, und hören und antworten heißt auf beiden Seiten hören und antworten. Vielleicht muss ich mein Selbstbild anpassen. Vielleicht muss ich aber auch mein Verhalten anpassen. Und idealerweise transformiert sich beides. Ich artikuliere ein neues Selbstverständnis, aber ich ändere auch meine Praktiken ein bisschen. Und so stelle ich mir das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Leben als eine stetige Weiterentwicklung vor. Die Wissenschaft wird es nie schaffen, alles, was zu unserem Selbst- und Weltverhältnis gehört, auszuformulieren. Ist das eine Antwort? Ja, danke schön. Ja. Gerne. Vielen Dank auch für die Frage. Ich werde einfach nicht die ganze Zeit die Sachen monopolisieren mit meinen eigenen Sachen. Es gibt schon einen nächsten Diskutant, das ist Herr Benjamin Nölting. Sie dürfen auch Ihre eigene Frage stellen. Herr Nölting, herzlich willkommen. Ja, also vielen herzlichen Dank für diesen Rundumblick. Ich fand das sehr spannend und ich fand es sehr gut. Also es ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach, mal kurz ein Best Account nachzuvollziehen. Was mir aber sehr eingeleuchtet hat, war, dass in diesen beiden Perspektiven oder in diesen beiden Strängen über diese Ebenen Analyse, Diagnose und Therapie hinweg zu verfolgen. Und was ich dann nicht so schnell sozusagen erfassen konnte, ist, wie ist das Wechselverhältnis zwischen diesen beiden Perspektiven? Und wahrscheinlich kann man es am ehesten auch auf den unterschiedlichen Ebenen ganz gut deutlich machen. Und ich habe so das Gefühl, dass das ein Spannungsverhältnis auch ist, was sich da auftut. Und vielleicht sind auch gerade Spannungsverhältnisse ein guter Zugang, um so ein etwas ganzheitlicheres Bild zu erzeugen. Und was mir dabei dann aufgefallen ist,
auf den Ebenen der Analyse und der Diagnose habe ich so das Gefühl, dass das Spannungsfeld geht sozusagen in beide Richtungen so, dass sich beide Stränge gegenseitig bestärken und sozusagen gegenseitig anfeuern. Ja. Aber auf der Ebene der Therapie, da wird es eben ganz schwierig, weil die sozusagen dann auch dieses sich gegenseitig in die falsche Richtung ziehen befeuern. Und wie kriegt man das bei der, auf der Ebene der Therapie wieder eingefangen? Ich meine, das ist natürlich, ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie da eine Kompletterklärung, wie kriegen wir unsere Welt wieder geheilt hin. Aber aus der Perspektive nachhaltiger Entwicklung, ich bin von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, da sind wir sehr daran interessiert. Und wie kriegt man das zusammen, dass man diese eigentlich auseinanderstrebenden Tendenzen, die Sie jetzt skizziert haben, dann auf der Therapieebene wieder zusammenbringt. Und trotzdem, vielleicht kann auch die Spannung, die dabei auftritt, hilfreich sein. Ja, na, vielen Dank. Auch das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und ich, also da, und da gibt es auch wirklich ein Problem. Und zwar auf den ersten Blick gibt es sogar einen schreienden Widerspruch. Das hat mir mal ein Erstsemester in China gesagt. Und da war ich echt beeindruckt. Wobei es eigentlich in gewisser Weise auf der Hand liegt. Er sagt, wenn das Hauptproblem, mit dem ich ja angefangen habe, Beschleunigung ist, also auf der Strukturseite, wie kann denn dann Resonanz die Lösung sein, was sozusagen auf der Kulturseite woanders liegt, wo ja eigentlich, ich behaupte, die Struktur erzeugt auch. Vielleicht habe ich damals noch zu sehr behauptet, die Struktur erzeugt die Kultur. Wobei ich jetzt, genau wie Sie sagen, es ist ein Wechselspiel, das auch immer in bestimmter Spannung steht. Ja, also ich glaube sozusagen, die kulturellen Hoffnungen und Sehnsüchte werden sozusagen strukturell nie ganz eingelöst. Und das Strukturelle und auch umgekehrt, unterschiedliche kulturelle Orientierungen untergraben auch immer Strukturen oder bringen die in Selbstwidersprüche und Schwierigkeiten. Aber eigentlich denke ich es mir neuerdings, und da will ich vielleicht mein nächstes Buch schreiben, ich stelle mir das fast so vor, also da wird es jetzt spannend eigentlich, und das ist aber auch gerade für Nachhaltigkeitsforschung vielleicht interessant, eigentlich ist meine Idee, ein Buch über soziale Energie zu schreiben. Ich stelle mir das fast so vor, als würde sozusagen die kulturelle Seite eigentlich die Energie liefern, ja, für das Operieren der Strukturen. Und diese Energien können aber sozusagen dann irgendwann strukturell auch vielleicht blockiert werden oder so geleitet werden, dass es halt höchst problematisch oder sogar selbstdestruktiv werden kann. Und ein Umleiten der Energien sozusagen würde, im Prinzip behaupte ich immer, was ich vorhabe, ist dem Steigerungsspiel den Stecker ziehen. Ja. Vielleicht kann man sowas sagen, es ist wie Energie, also die Strukturseite liefert die Energien, und zwar in beider Hinsichten, Attraktion und Repulsion. Ja, das, wo ich hin will und das, was ich unbedingt vermeiden will. Also wenn man sich fragt, wieso arbeiten wir, dann haben sie genau diese zwei Antworten. Ja, einerseits, weil ich Angst habe, irgendwie, was weiß ich, und aber andererseits auch, weil ich was will. Attraktion und Repulsion und die Institutionen kanalisieren die oder leiten die. So ein ähnliches Bild haben sie bei Harte Negri mit Empire und Multitude, ja, wo das Empire ist sozusagen die Struktur und die Multitude liefert aber die treibenden Energien. Und meine These ist, dass in dem Steigerungsspiel der Moderne kommt es zusammen. Das Verfügbarmachen der Welt treibt schön die institutionelle Steigerung. Wenn es aber tatsächlich gelänge, Energien, also Hoffnungen und Begehrungen umzupolen, dann würde sozusagen das Steigerungsspiel seine Antriebsenergien verlieren. Und an der Stelle hoffe ich da irgendwie so eine Art von, und dazu käme dann noch, wenn wir sozusagen eine andere normative Konzeption auch akzeptieren würden, dass wir dann eine Idee hätten, wie wir die institutionellen Strukturen umbauen müssen, ja, dass sie die Steigerung gar nicht mehr erzwingen. Aber die Frage, wie das genau zusammenläuft, ist voll schwierig. Also ich glaube, da wiederholt sich halt das Problem von Struktur und Handlung. Ja, und darauf gibt es leider keine super einfache Lösung. Aber das über eine Energieidee zu versuchen, könnte vielleicht weiterführend sein. War keine perfekte Antwort. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Nein, aber vielen Dank. Und mir kam jetzt gerade so ein Judo-Bild noch in den Sinn, nicht? Dass man also Energien ins Leere laufen lässt oder die Energie aufgreift, um sie für was anderes zu verwenden und so. Also insofern, ja, vielen Dank. Ja, gerne. Wir haben mittlerweile einen Bericht von Alfred Zedel, der bedankt sich für die Inspiration und jede Menge Denk-Accounts. Und dann eine Frage über Facebook von Katharina Weisbach. Die sagt, sie bringen zur Einführung Orgasmatron und Turner. Ist die kollektive Bilderzählung nach Warburg nicht eine der dominantesten Formen der Weltaneignung? Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe gerade neulich nochmal bin ich auf ein Zitat von Herfried Münkler gestoßen, der einer meiner der Betreuer meiner Doktorarbeit war.
der irgendwie sagt, und ich habe das dann auch versucht aufzugreifen in den mehreren Sachen, die ich über Beschleunigung geschrieben habe, das Wort, das Argument ist zeitaufwendig, ne? Auch der Austausch von Argumenten. Bilder wirken ganz schnell sozusagen. Also Bild ist natürlich auch ein viel schnelleres Medium und natürlich operiert gerade moderne, ich würde sagen auch moderne Demokratie, das weiß ja auch jeder, der irgendwie Wahlkampf zu machen versucht sozusagen. Die Bilder, die Bildlogik ist unglaublich wichtig und übrigens, das sieht man auch in Ihrem Hintergrundbild, ja, immer noch mal diese drei Wellen, die die Stadt bedrohen. Bilder und das Vokabular ist ja vielleicht falsch, also eigentlich in Bildern steckt auch sowas wie vielleicht nicht ein Best Account, aber sozusagen der Ausdruck, also ein symbolischer Ausdruck von Weltbeziehungen und ja, Weltaneignung, Weltanverwandlung passiert ganz stark, ganz klar und ganz stark auf der Bildebene und heute besonders. Deshalb, also vielleicht ist das Leitmedium der Selbstverständigung gar nicht mehr das Buch, sondern der Film zum Beispiel, weil in Filmen, warum gehen Menschen ins Kino? Ja, weil man da nochmal, ich glaube übrigens auch sowas wie eine existenzielle, also ich hab vorhin nur noch auf den Folien gehabt, dass es meiner Auffassung nach vier Achsen der Resonanzbeziehung gibt. Das eine ist das Soziale zwischen Menschen, das zweite ist das Materiale, Stoffliche, zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben. Das dritte ist so etwas wie eine existenziale Achse oder existenzielle Achse. Ja, was ist meine Beziehung zum Universum oder zum Leben? Und das wird heute ganz stark über Bilder verhandelt, ja, und über Bilder und über Musik. Also insofern stimme ich völlig zu. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank für die Frage. Sie können auch über Facebook Fragen stellen bleiben. Sie sehen, Sie kommen schon rein. In unserem Warteraum, zumindest hier auf der Bühne, ist Martin Schneider und er möchte gern seine eigene Frage stellen. Herzlich willkommen, Sie können die Frage auch gleich stellen. Sie sind stumm, Entschuldigung. Sie sind stumm, aber... Aber der ist eigentlich gar nicht stumm, aber irgendwie funktioniert das Mikro nicht. Nein, das stimmt. Dein Sound. Das passiert manchmal, aber sonst können Sie es tippen. Ja, so versuchen Sie nochmal. Wir haben noch immer keinen Sound, Herr Schneider. Wir hören Sie nicht. Null. Es kann sein, dass Sie ausloggen, einloggen müssen. Das passiert selten. Ihr Mikro steht jetzt aus. Wenn Sie es anschalten, haben Sie auch keinen Sound. So, wahrscheinlich ist das falsche Mikro angedeutet. Glaube, Sie können das mal. Ja, das geht. Immer nicht. No, okay, so. Versuchen Sie das Einschalten, Ausschalten. Meistens funktioniert das. Meistens funktioniert das. Wir haben aber auch noch eine Frage von Andrea Apple. Sie sagt, aus medizinischer Deutungsperspektive frage ich mich, ob Sie die Zeilen Ihrer Tabelle nicht auch mit Etiologie und Pathogenese statt Analyse und Symptomatik statt Diagnose bezeichnen könnte. Da denke ich, dass die Diagnose aus der Zusammenschau von Ursachenanalyse und Symptombeschreibung erwächst? Das ist eine Frage zum Vorne. Aus der Zusammenschau von, was war es nochmal, Symptomanalyse und Pathogenese, ja. Und Symptomatik. Also das würde ich unbedingt sagen, aber ich glaube als in der gesellschaftlichen Beobachtung fangen wir immer bei der Symptomatik an, ja? Also, aber in der Medizin ist es auch nicht anders, also in aller Regel, ja? Also Menschen gehen zum Arzt, weil was nicht funktioniert, ja, oder weil es weh tut, also sie kommen vom Symptom her und ein Best Account ist dann eben einer, der sozusagen nicht nur das Symptom behandelt, sondern der versucht, die Ursachen, die dieses Symptom hervorbringen und erzeugen, zu begreifen und dann möglicherweise zu bearbeiten. Und genau das ist meines Erachtens auch die Aufgabe dann der Sozialwissenschaft oder der Sozialtheorie, nämlich sowas wie eine Pathogenese zu betreiben. Und genau das habe ich ja in der Tat, ich glaube, so war die Frage auch gemeint, mit meiner eigenen Dreiteilung versucht zu tun. Ja, erst einmal also zu begreifen, mit was ich da zu tun habe. Das wäre im Prinzip in der Medizin erstmal ein Sinn Normalfunktion darf ich eben gerade nicht sagen, weil die gibt es, glaube ich, in der Gesellschaft nicht. Ja? Also das wäre der große Fehler, wenn man von der gesunden Normalgesellschaft ausgeht. Die gibt es nicht. Aber ich brauche einen Sinn dafür, wie Gesellschaft funktioniert. Das wäre äquivalent so dafür, wie ein Herz, ein Organ funktioniert, das Herz oder sonst etwas. Dann eine Diagnose im Sinne von, was stimmt da nicht? Und dann natürlich brauche ich eine Zusammenhangsanalyse, das ist schon richtig. Ja. Was erzeugt denn diese Symptomatik?
Und ein bisschen schwieriger ist die Sache mit der Heilung. Das geht auch nicht so ohne weiteres, weil ich in der Medizin natürlich heilen ja nicht heißt, einen Ursprungszustand wiederherstellen. Und das, würde ich sagen, gilt für soziale Formationen nicht, ja, weil es gibt nicht diesen Ursprungszustand. Ja. Da scheint mir sozusagen die Sache dann deutlich offener. Deshalb ist Therapie auch ein etwas schwieriger Begriff. Ja, ich meine in Therapie, mit Therapie nicht sozusagen die Herstellung eines bestimmten ein für alle Mal formulierbaren Funktionszusammenhangs oder einer bestimmten Funktionsweise, sondern eine Überwindung der Krisensymptome, die die Strukturen zur Dysfunktionalität bringen und kulturell sozusagen die Hoffnungen und Ängste der Menschen unterlaufen oder zunichte machen. Das kann auf verschiedene Weise geschehen. Aber wenn die Verheißungen, also was ich meine ist sozusagen, und da würde ich sagen, ist man versucht sogar wertfrei, versuche zu verstehen, was die Verheißungen, die Hoffnungen, die Begehrungen der Menschen sind und dann schaue, ob sie eingelöst werden. Und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, werden sie nicht in vielerlei Hinsichten, systematisch vielleicht, weil wir durch den Klimawandel oder durch andere Dinge, manchmal auch nur kontingenterweise. Aber die Therapie kann jetzt heißen, dann müssen vielleicht die Ängste und die Verheißungen sich ändern oder müssen wir daran arbeiten, dass sie sich ändern können. Oder wir müssen die Gründe sozusagen bearbeiten, deren Einlösung verhindern. Also das, was bei mir Therapie heißt, ist definitiv offener als das, was in der Medizin getan wird oder dort möglich ist. Na, vielen Dank. Wir versuchen es nochmal mit Martin Schneider. Gibt es momentan Sound? Verstehen Sie mich jetzt? Mhm. Ja. Super. Herr Reich, vielen Dank. Jetzt habe ich das Mikrofon ausgewechselt, von dem her passt es jetzt. Herr Hartmut Rosa, vielen Dank für diesen umfassenden Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Den einen, ob Sie nochmal diese dynamische Stabilisierung im Therapiebereich nochmal ein bisschen verorten können, auch theoretisch. Also mir kommt in den Blick. Adaptive meinen Sie jetzt, oder? Adaptive Stabilisierung. Mir kommt im Blick, dass es sehr stark etwas ist, was man vielleicht aus der Ökologie, aus der ökologischen Wechselwirkungsforschung, aus der Ökosystemtheorie, vielleicht auch aus der Resilienzforschung, die ökosystemisch ist, weil, soweit ich mich damit beschäftigt habe, adaptive Stabilisierung etwas ist, was man auch als Resilienz bezeichnen könnte, wenn man es ökosystemtheoretisch betrachtet. Also nicht aus der psychologischen Forschung, sondern aus der Ökosystemtheorie. Aber der Punkt ist, ob man jetzt hier dann tatsächlich die Ökologie mit ihren Wechselwirkungen als Leitwissenschaft hat, weil hier wächst ja auch was, aber immer dynamisch stabilisierend. Mhm. Das ist eine erste Frage. Und die zweite betrifft den Übergang von der Krisendiagnose zur Therapie. Sie haben ja jetzt auch nochmal erwähnt, die sozialen Energien, auch die positiven Leitbilder, Resonanz, auch vielleicht eine Vorstellung von einem guten Leben. Ich finde mittlerweile auch spannend, das, was Andreas Reckwitz jetzt mal auch in einem Aufsatz in Soziopolis erwähnt hat, von einer Soziologie des Verlusts auszugehen und vielleicht den Übergang auch so im Prozess zu verorten, zu sagen, was macht eine gute Krisenbewältigung aus? Also sprich zu sagen, wenn wir, so wie Sie das schildern, auf diesem Wachstumsparadigma sind, auf dem Beschleunigungsparadigma sind, sind es ja Süchte, also ja, wo man vergleichbar mit Süchten. Und dann stellt sich ja die Frage, wie können wir uns befreien daraus? Und da geht es um Traumabehandlungen, also inwieweit man so sozialpsychologische Kategorien, die wir aus der Traumaforschung kennen, aus der Suchtbefreiung auf eine Gesellschaftstheorie anwenden kann. Das ist meine Frage. Ja, sehr interessant. Also das ist sehr interessant. Also ich würde unbedingt zustimmen, dass das also in der Art unseres Operierens suchtförmige, addiktive Momente zum Vorschein kommen, ist vollständig offensichtlich, würde ich sagen. Und zwar übrigens sogar auf der kulturellen wie auf der strukturellen Ebene. Also strukturell ist es halt so, sozusagen, wir brauchen immer mehr vom Gleichen. Ja, also tatsächlich in aller Weise zur Befriedigung. Und ich glaube aber, man sieht es auch auf unserer individuellen Ebene. Also je weniger wir von einem Produkt befriedigt werden, würde ich behaupten, umso mehr brauchen wir davon. Also kann man auf fast allen Ebenen ausbuchstabieren, auch dass da eine Art von Panik in dem Beschleunigungsspiel ist, auch ein panisches Weglaufen in gewisser Weise, was ja bei Traumata zum Beispiel auch beobachtbar ist. Übrigens finde ich, also vielleicht gehe ich manchmal weiter mit der Sache mit dem Verlust. Oder eigentlich würde ich sagen, tatsächlich arbeiten da ja auch Kollegen und Kolleginnen dran. Also zum Beispiel Raheli Yegi versuchte zu sagen, das finde ich übrigens ein interessanter Gedanke, den habe ich so nicht eingebaut.
Lernfähigkeit von Gesellschaft, von Lebensformen, ja, ist eigentlich das Kriterium. Also zur Kritik von Lebensformen. Die Frage ist, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Also das ist für mich ist wirklich so, dass ich Diskussionsveranstaltungen sind dann resonant, wenn ich zum Beispiel und erfreulicherweise, wenn es klappt, auch auf der anderen Seite Leute zu Einsichten kommen, die wir vorher nicht hatten. Und ich würde gerade sagen, das stimmt schon. Rahel Jägi sagt, wenn die Lebensformen müssen lernfähig sein, ja, die müssen mit diesen Krisen umgehen können. Und da würde ich eigentlich sagen, das ist so was Ähnliches wie die Resonanzvorstellung, weil meine These lautet immer hören und antworten, also in der Lage zu sein, auf eine neue Lage oder auf ein wahrgenommenes Problem antworten zu können. Ja, also nicht stur ein Programm verfolgen sozusagen oder etwas durchsetzen, sondern lernfähig zu sein in diesem Sinne. Also Sie sagen, vielleicht brauchen Gesellschaften die Fähigkeit, auf wahrgenommene Krisen in einem Best Account auf die richtige Weise dann antworten zu können, damit umgehen zu können. Ich finde das plausibel. Ich habe das tatsächlich per se nicht ausgearbeitet, würde das aber würde ich gerne tun oder Sie machen es. Oder wir gucken nochmal bei Rahel Jägi. In dem Buch mit Andreas Reckwitz hat er tatsächlich jetzt zum ersten Mal auch diese Soziologie des Verlusts ein bisschen versucht auszubuchstabieren, ja, um damit umzugehen. Er macht es natürlich, also er verfolgt aber immer kein normatives Interesse, sondern erstmal ein deskriptives, was er aber auch schon helfen kann, indem er sagt, was gibt es eigentlich für Weisen, mit Verlust umzugehen? An welcher Stelle nehmen wir den wahr? Und wie gehen wir damit um? Adaptive Stabilisierung, enorm, der Begriff ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich finde, also der ist in verschiedenen Hinsichten ein bisschen schwierig. Was ich irgendwie meine ist, eigentlich würde ich da fast mit Weber und Marx einhergehen, die halt sagen, Weber würde ja wirklich sagen, normalerweise, ja, was wir von menschlichen Kulturen wissen und kennen, ist bedarfsdeckend. Ja, jede Lebensform hat einen bestimmten Bedarf an Dingen und die Wirtschaft und Technik sozusagen versucht, den zu decken und herzustellen. Und jetzt ist natürlich so, dass immer mal neue Wünsche zum Beispiel entstehen. Ja, die Idee, oh, könnte da nicht mal was anders sein. Oder aber auch Notwendigkeit, also weil es Krieg gibt oder weil ein Rohstoff knapp wird oder weil das Klima sich wandelt, kommen Innovationen daher. Und da würde ich jetzt nicht von einer Gesellschaft träumen, die diese Innovation dann abwehrt, wie wir es zum Teil im Mittelalter oder so hatten oder wie eben das, was Claude Lévi-Strauss kalte Kulturen beschreibt, die versuchen eigentlich Innovation zu verhindern und wandeln. Und das scheint mir nicht sinnvoll. Aber ich finde, wenn ich mir die Geschichte der Menschheit so anschaue, so wie ich sie verstehe, würde ich sagen, es gab immer Innovation. Manche sagen auch, die Beschleunigung geht doch schon seit ewig. Und ich würde sagen, nein, aber nicht in der gleichen Form. Es gab immer mal Gründe, Gesellschaft zu ändern. Und zu diesen Gründen zählt sogar menschliche Neugier. Ja, einer wollte mal was ausprobieren, da kann man von der Ökologie durchaus lernen, dann hat er was entdeckt, mit dem ich das gleiche Ziel, also schneller und ohne mit weniger Energieaufwand erreichen kann, dann haben es die Menschen natürlich gemacht. Aber diese Entdeckung sozusagen war nicht erzwungenermaßen, also sozusagen, ich nenne es endogen erzwungen, ja, und das Bestehende zu erhalten, sondern es ist entweder Neugier getrieben oder es hat auf äußere Anreize reagiert, aber es war nicht notwendig, nur um das Bestehende zu erhalten. Also suche ich einen gesellschaftlichen Modus und tatsächlich in der Ökologie findet man sowas, wie ein gesellschaftliches System antwortfähig bleibt, veränderungsfähig bleibt, neugierig bleibt, ohne gezwungen zu sein, nur um sich selbst zu erhalten, zu steigern. Und ökologische Modelle können, glaube ich, für sowas schon helfen. Mit Resilienz bin ich nicht immer ganz glücklich. Also kommt darauf an, was man damit meint. Das Problem beim Resilienzbegriff ist, dass ich nicht sagen will, also erstens schon gar nicht, Individuen müssen halt resilient sein. Dann können sie sozusagen den Stress, das haben sie auch nicht gemeint. Und auch bei Gesellschaften würde ich sagen, nicht unbedingt in dem Sinne von, wir müssen halt Wege finden, wie wir die Klimakrise aushalten und das immer größere Wachstum, sondern schon auch noch transformationsfähig. Aber ich glaube, wir sind uns da ganz einig. Ja, vielleicht nur, weil Sie gesagt haben, da müssen wir dazu forschen. Das ist tatsächlich mein Hauptbildprojekt, also Krisenbewältigung und Transformation und auch von Rahel Jägi ausgehend. Also dann habe ich die Intuition immer richtig erfasst, aber das finde ich sehr spannend. Also das ist die Sache bestimmt wert, das wird eine coole Hauptbild. Ja, okay, sehr gut. Wir haben dann ein paar Fragen zum Vorlesen, aber bevor das möchte ich gerne, brauche ich nicht mehr. Ich kann nicht alles sehen, was auf der Bühne kommt. Ich muss irgendwo von der Redaktion Hinweise bekommen, wer auf der Bühne auch Fragen stellen möchte. Sonst übergehe ich vielleicht jemanden. So, Michael Seiler hat eine Frage zum Vorlesen gestellt. Wie Sie sagen, dass Wissenschaft und das gelebte Leben in Resonanz treten sollen, was würde das konkret für wissenschaftliches Arbeiten, Veröffentlichungen oder die Kommunikation zwischen Universität und Öffentlichkeit bedeuten? So ein bisschen das zentrale Thema eigentlich unserer Vorlesungsreihe. Ja, das habe ich, ja genau. Also dazu hätte ich vielleicht auch mehr sagen sollen, aber ich habe tatsächlich auch gerade
Eigentlich habe ich gerade für so ein Projekt das genau das untersucht. Also was ist das, was ist die Aufgabe, was ist das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Ja, und ich habe ja auch versucht, das, eigentlich habe ich das versucht, mit dem Best Account auch ein bisschen zu sagen, aber praktisch heißt es für mich wirklich, also vielleicht mache ich es ja auch falsch, aber meine Idee ist und auch meine Praxis ist zum Beispiel, dieses, das habe ich auch schon mit dem Beschleunigungskonzept so gemacht, an möglichst vielen Stellen in Menschen zur Diskussion zu stellen. Das heißt natürlich einerseits Fachkollegen und Fachkolleginnen, aber andererseits auch, ich habe das wirklich vorgetragen, also sowohl die Beschleunigungs- als auch die Resonanztheorie vor fast jedem mir zugänglichen Publikum. Und ich finde, da ist mir ganz wichtig zu sagen, für mich heißt Wissenschaftskommunikation, wird ja auch groß geschrieben. Also ich glaube, Sie haben gesagt, wie heißt Ihre Überding, irgendwie mit einem anderen Transfer oder so, Transfer Neudenken. Aber für mich heißt es nicht einfach, Wissen aus der Uni in die Welt transferieren. Ich finde, das ist falsch. In den Sozialwissenschaften ist das falsch. Es ist ein sozusagen ein Zwei-Wege-Betrieb. Das meinte ich mit dem Begriff Public Sociology, weil das Wissen ist schon in der Welt. Nicht das Wissen, anderes Wissen. Ja, Akteure und Akteurinnen haben jeweils positionsspezifisch ein Wissen über Praxiszusammenhänge. Und auch über das Leben. Eigentlich ist jeder Experte für Lebensführung und für das Leben. Deshalb ist meine Idee die, dass man versucht, auf der Basis dessen, was man hat, auch an Alltagsbeobachtungen, an Selbstbeobachtungen, an Zeitungslektüre, an Filmen, einen Account zu formulieren und ihn dann der Kritik aussetzt, der Universität, aber auch aller anderen Gruppen. Und dabei hören und antworten heißt für mich sozusagen, eigentlich müsste sich, und in gewisser Weise würde ich sagen, tut es das auch, nach jeder Diskussionsveranstaltung, wie dieser zum Beispiel, denkt man ein bisschen anders und transferiert insofern dann die Theorie. Ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade zum Beispiel nur, also was wir zuletzt diskutiert haben, dass man eigentlich dann vielleicht einen Account darüber braucht, wie Gesellschaften auf die Krisen reagieren und dass man das ein Punkt sein könnte. Rahel Jäger kenne ich schon lange, komischerweise habe ich diese Idee noch gar nicht gehabt. Da ihre Konzeption des Lernens mit der Resonanztheorie zu verbinden, das war jetzt eine neue Einsicht und so würde ich sagen, sollten sich Theorien ununterbrochen dynamisch entwickeln. Und meine Hoffnung ist dann, mein Denken ändert sich, aber dadurch, dass ich meine Sachen publiziere und nicht nur in Diskussionen, auch in der Zeitung schreibe oder im Fernsehen oder sonst wo, ändert sich vielleicht auch die gesellschaftliche Selbstbeschreibung ein bisschen. Und so hat man ein stetiges Hören und Antworten im Wechselspiel. Eigentlich ohne, dass es, ich meine, das ist eine interessante Frage, haben wir als Wissenschaftler irgendwie eine überlegene Position? Ich würde nicht sagen, nicht kategorial, nicht a priori. Wir haben aber schon einen Vorteil, nämlich, dass wir auch noch dafür bezahlt werden, Accounts zu produzieren. Ne, genau genommen bezahlt mich die Gesellschaft dafür, dass sie sagt, versucht es mal auszuformulieren. Ne? Ob das dann aber irgendwie überzeugt und wie diese Formulierung geändert werden muss, da bewegen wir uns auf Augenhöhe, so hoffe ich. Deshalb habe ich gesagt, ich finde nicht, dass ich Wissen produziere, sondern Deutungsvorschläge. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir bei Wissenstransfer oder so ein Modell vorschlagen. Wir versuchen es auch etwas anderes zu machen. Ja, ich habe jetzt das auch nicht auf Ihren Begriff bezogen. Nein, ich wollte es nur verdeutlichen, falls im Publikum denkt, oh, Herr Rosa greift die KU-Leute an. So ist es überhaupt nicht. So, wir haben noch eine Frage. Wir haben eigentlich ziemlich viele Fragen. Ich würde ein bisschen das Tempo mal erhöhen, damit wir auch Abendessen genießen können. Von Natalia Fomina, die selbst die Frage nicht vorlesen kann, weil sie mit Internet-Connection-Problemen kämpft. Ja. Hallo, wie kann Resonanz unter den gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnissen die Lösungen geben? Ja. Gibt es ein materielles Element in Ihrer Theorie? Ich will mich ungern per Wort melden, so deswegen macht sie das über mich. Das ist wahrscheinlich für Sie schon eine bekannte Kritik. Also wie kann das unter diesen Bedingungen eigentlich funktionieren? Ja, aber die Frage ist wichtig. Also die ist ohne jeden Zweifel wichtig. Und die ist mir auch ganz wichtig. Also an der Stelle kann ich gerne leidenschaftlich werden und dann rede ich manchmal zu lange und das will ich jetzt nicht. Also was mir ganz wichtig ist, Resonanz ist nicht ein Luxusphänomen oder Problem. Ja, was man sich leisten kann, wenn man das Häuschen und den Job und alles andere hat, das sehen Sie bei Kindern zum Beispiel, ja, was die am dringendsten brauchen. Also ich würde sagen, genauso dringend wie Nahrung ist Resonanz, also in der Form von Zuwendung, berührt werden, affizieren und sich als wirksam erfahren in der Welt, ist eine basale Grundoperation. Und wir wissen bei Kaspar Hauser oder leider auch bei rumänischen Waisenhäusern nach der Wende hat man das gesehen, sozusagen da, wo dieses Wechselspiel nicht stattfindet, können Sie noch so viel Nahrung hinstellen oder auch sozusagen nicht resonante Bildung versuchen, dann da sterben Menschen auf der Stelle.
Und es gibt diese Einrichtung, oder was oft beschrieben wurde als Institution oder Praxis, des archaischen Todes. Das heißt, und da kommt gleich das materielle Element ins Spiel, es gibt viele Berichte von sogenannten einfachen Kulturen, die Menschen dadurch umbringen, dass sie sie plötzlich nicht mehr sehen, vollständig ignorieren, wie Tote behandeln, ist eigentlich falsch, nämlich gar nicht mehr behandeln. Die werden einfach, da gibt es keine Resonanz mehr, kein Gruß, kein Lächeln, keinerlei Interaktion, daran sterben Menschen. Und ich finde, Hartz IV hat etwas davon, ja, weil es nämlich Menschen signalisiert, eigentlich hast du keinen legitimen Platz in dieser gesellschaftlichen Ordnung. Wir füttern dich zwar, hier ist dein Almosen, aber du hast keinerlei, eigentlich fehlt die Resonanzverbindung, die wir über Arbeit in unserem Konzept der Arbeit herstellen. Nämlich, da ist doch in unserer modernen Konzeption von Erwerbsarbeit, ist eine Resonanzidee nicht nur mitgedacht, sondern mitfühlbar. Nämlich im Sinne von, das, was du tust, trägt bei zum großen Ganzen. Ja, und deshalb wirst du dafür bezahlt. Ja. Das heißt, es gibt ja den Sinn der Selbstwirksamkeit. Ich tue etwas Wichtiges, ich trage bei zum gesellschaftlichen Leben, auch wenn ich weiß nicht, egal wo ich arbeite, bei der Müllabfuhr oder im Operationssaal. Und dafür werde ich auch ernährt, ich kriege was zurück. Das ist ein Resonanzkreislauf eigentlich. Ich erfahre mich als selbstwirksam, es kommt etwas zurück. Und deshalb, und wenn mich die Welt nicht mehr nährt, ja, entweder weil sie meine Selbstwirksamkeit untergräbt oder auch weil ich wirklich nichts mehr kriege. Ich meine, reden Sie mit Obdachlosen, ich habe es versucht zu tun. Ich meine, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, da hat jemand genau diesen Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, Resonanz ist ein Luxusphänomen. Ja. Es gibt harte materielle Realitäten. Dann ist halt einer aufgestanden und hat gesagt, ich habe jahrelang auf der Straße gelebt. Ich weiß, von was der Mann spricht, weil das Schlimmste auf der Straße ist, wenn die Menschen dich wie einen Sack Müll behandeln oder wie einen Stein, ja, wenn es keinerlei Resonanz mehr gibt. Also ich glaube, verstehen Sie, meine These ist, wenn ich in einer Welt lebe, die mich nicht nährt, ja, die mich nicht behaust, nicht kleidet, die mich wie ein Aussätzigen behandelt, ja, das ist die schlimmste Form von Entfremdungserfahrung. Die Welt steht mir kalt, feindlich, ausschließend gegenüber. Deshalb lautet meine These, Resonanzbeziehungen sind eigentlich basal und wenn die gestört sind, eigentlich, und da schließe ich dann den frühen Marx an, der nämlich sagt, wenn Sie den frühen Marx, also die philosophisch-ökonomischen Manuskripte, die Pariser Manuskripte lesen, da sagt er eigentlich, es ist eine Störung der Weltbeziehung, die den Kapitalismus, diese Form kapitalistischen Arbeitens überhaupt erst möglich macht, ja, und in die Welt bringt. Ja. Eine Störung der Weltbeziehung in der Art, wie wir arbeiten, wie wir Stoff wechseln, wie wir auf Welt bezogen sind. Deshalb glaube ich, deshalb hoffe ich, dass die Resonanztheorie sozusagen die materialistische, das, was in der materialistischen Sichtweise materialistische Basis nennt, mit aufheben, mit aufnehmen kann, ja, nicht ausblenden muss und auch nicht als Zusatzdimension hat. Und wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, ich habe ja gedroht, es könnte lang werden, obwohl Sie haben gesagt, Sie haben noch viele Fragen, es will ich nur einen Satz. Ich habe mich hier gerade in Jena immer mit auch den Kollegen gestritten, weil wir waren uns eigentlich einig, dass die gegenwärtigen Bedingungen ein Ungerechtigkeitsproblem haben, ne? Ungleichheit wird größer und ein Entfremdungsproblem. Selbst für die, die viel haben, scheint das Leben nicht gut zu sein. Und die Frage ist jetzt, welches sollten wir zuerst lösen? Welche dieser Probleme ist das Basale? Und viele auf der Linken denken, erst müssen wir mal die Gleichheit lösen, ja, umverteilen, dann können wir uns um Entfremdung kümmern. Und ich glaube, mit dem frühen Marx ist es umgekehrt. Es ist eine Störung in der Weltbeziehung, die Ungerechtigkeit plausibel und möglich oder Ausbeutung plausibel und möglich macht. Und deshalb hoffe ich, dass ich diese Dimension mit aufnehmen kann. Vielen Dank. Wir haben noch drei Fragen. Die erste ist auch schon einige Zeit da über YouTube und dann noch zwei Fragen aus der Bühne. Robert Graves hat zu Ihrem Best-Account im Beruf noch eine Frage gestellt. Er schreibt, guten Abend, eine kurze allgemeine Frage an Herrn Rosa. Wie bewältigt man die Informationsflut aus Büchern, Fachartikeln und Nachrichten? Wie viele Stunden sind Sie täglich mit Lesen beschäftigt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, das ist irgendwie das Problem. Also das Problem heute ist ja nicht, dass man nicht an Informationen kommt, sondern dass man viel zu viele Informationen hat, also viel zu viele Bits. Und die Frage ist sozusagen, wie man aus dieser unendlichen Flut sowas wie ein Account, erstmal überhaupt einen Account oder einen Best-Account formulieren kann. Und natürlich sehen wir die Tendenz, das, was wir Verschwörungstheorien nennen sozusagen, sind eigentlich Versuche, einfache Meta-Erzählungen zu generieren, ja, also die auch Kontingenzen ausschließen. Einer muss ja schuld sein oder eine Gruppe an den ganzen Bedingungen.
Also das ist schwierig. Ich glaube, es gibt nicht sowas wie einen Algorithmus, der einem sagt, so viel musst du lesen oder das, die und die Quellen musst du lesen. Meine Hoffnung wäre, aber das müsste man tatsächlich auch mal ausbuchstabieren, so Resonanzfähigkeit kann oder kann sowas wie einen Kompass geben. Also hören und antworten bedeutet, welchen der Stimmen, welchen der Quellen sozusagen lohnt es sich jetzt zu folgen, wo ist, und da ist halt ganz wichtig, nicht nur den Stimmen nachzugehen oder den Informationen, die mein Weltbild bestätigen, sondern eigentlich Resonanz ist nicht Harmonie und Konsonanz, ja, alle sagen das Gleiche, dann ist es schön, sondern es ist die Wahrnehmung, da ist was, das mir was sagt, das mir was zu sagen hat, gerade weil es mich irritiert. Ich mache da gerne das Beispiel für manche, für gläubige Menschen ist es die Bibel. Na, die stimmen dann ja nicht immer allem zu, sicher nicht allem im Alten Testament, wenn man Jesaja oder so liest, aber sie haben das Gefühl, da ist was, ja, das hat mir was zu sagen. Bei anderen, die sind total unreligiös, die lesen, für die haben die gleiche Erfahrung mit dem Kapital, ne, von Marx zum Beispiel. Ja. Und auch da gibt es endlose Diskussionen, was sagt das Buch eigentlich? Aber die haben das Gefühl, da ist irgendwie was drin. Und meine Hoffnung wäre auch so mit der Information einen Sinn zu gewinnen, welche Informationen, wo entsteht Resonanz? Ja, was in der Kakophonie an Stimmen berührt mich sozusagen, von was habe ich das Gefühl, da ist was, dass ich dem folgen muss. Und dann eine Antwort zu geben bedeutet, oder würde antwortfähig zu sein, zu bleiben, bedeutet auch, eine eigene Position dazu zu entwickeln. Also, weil es wäre nämlich falsch, es gäbe das Problem, ich höre nur, ich bin über Resonanz denken oder sagen manche, kann ich nicht über Resonanz sein, ich höre 1000 Stimmen und reagiere auf alle. Dann fehlt ein wichtiges Moment für Resonanz, nämlich eine eigene Stimme zu haben, eine eigene Position dazu zu entwickeln. Und mit so einem Wechselsystem hoffe ich, kann man sowas bauen wie ein Informationsfilter. Ich muss nicht alles hören und allem nachgehen. Also, aber es ist eine gute und wichtige Frage. Ich weiß es auch nicht perfekt. Vielen Dank. Nächste Frage kommt von der Bühne von Professor Markus Riedenauer. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Bin ich zu hören? Ja. Ja. Gut, also vielen herzlichen Dank, Herr Rosa. Ich finde alles hochrelevant, wie Sie es dargestellt haben, gerade auch in der Verbindung der institutionellen, strukturellen Dimension mit der kulturellen auf diesen drei Ebenen. Ich interessiere mich jetzt besonders für die Therapie in der kulturellen Dimension, ja. Und finde, Resonanz ist ein ganz griffiges und deswegen extrem hilfreiches Wort, nur missverständlich, nachdem Resonanz ja zunächst einmal ein physikalisches Phänomen meint, wo nach Gesetzen Schwingungen sich gegenseitig anregen und dergleichen. Sie haben das deutlich abgefedert, indem Sie heute auch mehrfach einfach von Hören und Antworten gesprochen haben. Da sind wir auf der personalen und nicht auf der physikalischen Ebene. Oder eben von antwortender Weltbeziehung. Mhm. Nur da gibt es, finde ich, ein neues Problem. Ich finde eine Unklarheit beim Pol der Welt, beim Resonanzpol, bei dessen Quasi-Subjektivität. Im Religionskapitel Ihres Resonanzbuches schreiben Sie, die Welt antwortet. Die Welt ist ein antwortendes, ein entgegenkommendes und ein verstehendes. Also damit würden sich, weil wir ja damit natürlich im Religionskapitel in diesen Bereich kommen, wohl nur Pantheisten einverstanden erklären können. Gott ist dann im Grunde die Vorstellung einer antwortenden Welt, diese Formulierung. Finde ich da. Also Vorstellung geht vielleicht von der Erfahrung schon auch wieder ein bisschen weg, aber das ist jetzt nicht meine Frage, sondern die erste Frage, ob es nicht besser wäre zu sagen, statt Resonanzerfahrungen mit der Welt, der wir ja nicht gegenüberstehen, sondern in der wir uns vorfinden, also eben Resonanzerfahrungen in der Welt, wobei etwas in der Welt, anderes, andere Personen, Ereignisse und so weiter, Dinge auch als Medium fungieren können. Und die zweite Frage würde vielleicht die Unterscheidung helfen zwischen spiritueller und religiöser Dimension. Also was Sie beschreiben, würde ich viel stärker in der spirituellen Dimension responsorischer Beziehungen verorten und dann zu sagen, Religionen deuten das auf verschiedene Weisen. Zum Beispiel auch auf die Weise, dass es nicht die Welt ist, die antwortet, sondern jemand durch die Welt. Sodass Religionen ermöglichen, stumme, entfremdete Beziehungen zu transzendieren, sodass Resonanz möglich wird. Also wie haben Sie gerade spirituell entschieden? Also spirituell wäre sozusagen die Erfahrung und Religion ist dann die Deutung, oder was? Ja.
Und da gibt es ja doch mindestens in den monotheistischen Religionen die klar Bedeutung, dass nicht die Welt antwortet, versteht, entgegenkommt, sondern Gott durch. Aber das ist, vielen Dank für die Frage. Also ehrlich gesagt, ich finde, also für mich sind es die, also zum Teil, die, weil ich das wirklich aus der Soziologie entwickelt habe und nicht irgendwie aus der Theologie oder aus der Religion, aber ich finde, die faszinierendsten Dialoge sind mit Theologen und Theologinnen auch. Und aber einer, an der Punkt, an dem wir immer sozusagen, an dem es immer aus meiner Sicht Probleme gibt, ist eigentlich der Weltbegriff, hat mir Max Weber, Kollege in Erfurt, immer schon Dietmar Miet gesagt, mit dem habe ich mich zu Tode diskutiert. Also ich glaube, das kommt irgendwie daher, dass in theologischen Kontext Welt immer das ist, was Gott entgegensteht. Das ist halt nicht mein Weltbegriff. Also mein Weltbegriff kommt eigentlich von Maurice Merleau-Ponty, der sagt sozusagen, in unserer Erfahrung als Menschen ist das Urmoment ist, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Und manchmal sage ich auch sozusagen bei Vorträgen, es heißt, da ist was. Ja, und das ist sozusagen, ich glaube wirklich, wenn man aus dem Tiefschlaf oder aus einer Bewusstlosigkeit aufwacht, dann weiß man manchmal nicht, dass wer man ist. Man weiß nicht mal genau, also genau genommen ist wirklich so der erste Moment beim Wachwerden aus einer Bewusstlosigkeit, ist es, glaube ich, irgendwie noch intensiver, ist, etwas ist da. Eigentlich würde ich sagen, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, hat einfach recht. Und erst später werde ich wieder zum erkennenden Subjekt und dann weiß ich vielleicht irgendwann auch, ja, ich bin der Hartmut Rosa oder so, aber manchmal weiß man es erstmal nicht. Und man hat ja auch nicht das Gefühl, da bin ich, da ist die Welt, aber früher oder später, also da ist was und mit dem trete ich in eine Art von Beziehung. Und ich habe gerade, als Sie jetzt das formuliert haben, daran habe ich früher nicht gedacht, das wäre meine zweite Einsicht, wie ich meinen Gedanken rechtfertigen kann, an das Lied, allerdings, glaube ich, protestantisch gedacht, Gott ist gegenwärtig, Gott ist gegenwärtig sozusagen. Weil das ist für mich der Kern von Religion, diese Idee, dass zudem etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, das ist auch das, was Gott einschließt. Also für mich ist Gott Bestandteil der Welt, für mich ist Gott die Idee, der Begriff Gottes. Ist die Idee, so sage ich immer, Sie können mir gerne sagen, warum das falsch ist. Also mit Martin Buber sozusagen ist die Vorstellung, dass am Grund meiner Existenz, verstehe ich, auch da kann ich noch leidenschaftlicher werden als bei der Sache mit dem Materialismus, weil mir das auch wirklich wichtig ist, diese Idee, was liegt am Grund meiner Existenz, die kalte, schweigende Welt oder die antwortende, mit mir in Beziehung tretende. Und ich finde, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich in die Kirche gehe, ich verstehe Religion halt, ja, Sie haben recht, also ist eine Deutung, dafür gibt es Theologie und die erklärt mir, eigentlich ein Resonanzsystem. Und mit solchen Sachen wie, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was ist denn das als ein Resonanzachse? Auch eine Resonanzachse, auch ein Resonanzversprechen. Da ist einer, der hat mich beatmet sozusagen. Oder was ist denn ein Gebet? Die Idee, dass ich irgendwie eine Resonanzachse zwischen meinem Innersten und dem Äußersten, was es gibt, erzeugt. Und das nenne ich eine Resonanzbeziehung. Aber das ist für mich doch sozusagen Teil der Welt, oder? Also darf ich nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, und deshalb ist Gott nicht Teil der Welt? Natürlich ist er Teil der Welt, was denn sonst? Wenn man Welt so definiert als der gesamte Erfahrungsraum im Sinne eines umfassendsten Horizontes, dann ja. Ja. Okay. Aber wenn man in die Deutungen geht, dann ist eben die Frage nach der Transzendenz. Vielleicht kann ich sagen, ich weiß gar nicht, ob man das konsistent sagen kann, aber ich würde sagen, ich denke mir, die Transzendenz irgendwie immanent, ja? Also als Teil, aber für den Gläubigen ist doch Gott sowas doch eigentlich immer. Man kann mit Taylor sagen, seit der Nova-Explosion oder so nicht mehr, aber ich finde, oder vielleicht auch im Protestantismus nicht mehr, aber also Gott ist Teil dessen, was ist. Was besteht? Ich meine, ich habe von theologischer Seite auch oft den Vorwurf gehört, was Sie vielleicht, glaube ich, am Anfang mit andeuteten, dass dieser Gott aber nicht antwortet. Ja, ich kann nicht sagen, ich höre den, ja, wir reden miteinander. Wenn ich das sage, dann habe ich vielleicht eher ein Problem. Aber ich fand immer, ich finde, das gehört für mich für die Resonanzidee hinzu. Es ist die Idee eines Raumes, eines Antwortraumes, bei dem ich durchaus die andere Stimme nicht verfügbar habe. Also meine Lieblingsgeschichte ist aus einem anderen Zeiten, die anderen Zeitenkalender. Da gab es eine Geschichte, die habe ich am Anfang ganz doof gefunden, jetzt finde ich sie ganz klasse. Da stand irgendwie, ein Mann wird 50 oder so, ich glaube 50, und denkt, oh, das ist die Hälfte meines Lebens. Da sollte ich mir schon überlegen, was ich mit der zweiten Hälfte mache, und stellt dann diese Frage Gott, und er sagt, lieber Gott, sag mir, was ich mit der zweiten Hälfte meines Lebens machen soll. Und dann kriegt er aber keine Antwort, dann denkt er, ja klar, der liebe Gott lässt sich Zeit damit, das finde ich richtig, ist auch eine wichtige Frage. Also ist eigentlich eine naive, blöde Geschichte. Und am Ende des Tages hat er immer noch keine Antwort, und dann denkt er, Donnerwetter, das finde ich jetzt aber echt mal gut, dass der sich so lange Zeit lässt oder so. Und nach 3 Tagen hat er immer noch keine Antwort, aber sozusagen, und er denkt, Mann, hätte ich ja echt nie gedacht, das beschäftigt den da oben ja wirklich. Und was ich jetzt meine ist, er kriegt keine Antwort.
aber er fühlt sich in diesem Antwortraum. Und die Pointe der Geschichte ist, er ändert sein Leben. Also das stelle ich, deshalb würde ich sagen, es geht mir nicht darum, dass Gott antwortet und mir sagt, was ich zu tun habe, sondern dass durch die Vorstellung eines Gottes sowas wie eine resonante Bezogenheitsidee entsteht. Ja, also wenn ich einen Satz antworten darf. Nur kurz, weil wir haben noch eine Frage. Entschuldigung, ich habe jetzt zu lange geredet. Ja, sagen Sie. Es ist extrem wichtig, die Immanenz zu betonen, gegenüber einer jahrhundertelang dominanten Überbetonung der Transzendenz. Aber es gibt auch, gerade in der Philosophie, da braucht man gar keine biblische Theologie dafür hernehmen, die große, sich durchziehende Tradition der negativen Theologie. Also da ist eine letzte Differenz zwischen Welt und Grund oder Ungrund oder wie immer das dann heißt. Und diese Erfahrung scheint auch relativ universal zu sein und in verschiedensten Religionen durchzubrechen. Ja, das ist interessant, das stimmt schon. Das ist die negative Theologie. Und meine Hoffnung wäre, dass sogar da sich noch so etwas wie eine Resonanzidee denken lässt. Ich würde übrigens auch umgekehrt sagen, ich finde, was ich unbedingt sagen will, am Anfang habe ich mal gedacht, Menschen kennen beide Erfahrungen. Die Resonanzerfahrung, die Welt antwortet irgendwie und ich denke mir da Gott immanent mit. Oder die Welt schweigt Camus. Ja, also das Absurde ist die Erfahrung, die mich an jeder Straßenecke anfallen kann. Nietzsche formuliert das auch, dass mir die Welt letzten Endes unverstanden und feindlich gegenübersteht. Und ich dachte, aber die Resonanzerfahrung scheint mir wahrer und richtiger zu sein. Und jetzt würde ich sagen, beide sind wahr und richtig. Als Menschen, zum Beispiel angesichts des Todes, haben wir auch diese andere. Wir stehen in diesem Spannungsverhältnis zwischen Resonanzerfahrungen und Entfremdungserfahrungen. Und selbst die negative Theologie scheint mir noch zu sagen, dass irgendwie da drüber, trotz dieser Unversöhnlichkeit des Widerspruches, sowas wie eine letzte Resonanzbeziehung besteht. Aber ja, vielleicht finden wir eine andere Gelegenheit, um das auszudiskutieren. Ja, es gibt noch eine Frage von Matthias Meyer, der schon längst auf die Bühne wartet. Entschuldigung. Und die Ehre hat, die letzte Frage stellen zu dürfen. Vielen Dank, große Ehre. Hallo Herr Rosa, schön Sie mal wieder zu sehen. Grüße aus Hamburg. Ihre Kalendergeschichte ist vielleicht ein ganz guter Anschluss. Du musst dein Leben ändern. Ja. Sie haben gesagt, moderne Gesellschaften sind in ihrer Theorie charakterisiert durch dynamische Stabilisierung. Anders geht's nicht. Und Sie haben dann auch die zwei schönen Beispiele genannt, dass es im guten Fall zur Impfstoffentwicklung führt und leider im Normalfall, muss man ja sagen, und im überwiegenden Fall zum neuen iPhone. Ja. Und haben dann auch gesagt, der eigentliche Casus Knactus ist an der Stelle wie die Postwachstumsgesellschaft. Also wie kommen wir da eigentlich hin und wie machen wir das? Ja. Gibt es vor dem Hintergrund Ihrer Überlegung eigentlich Konturen einer solchen? Lässt sich dazu etwas sagen? Das ist eine sehr kurze Frage und ich befürchte eigentlich natürlich eine buchlange Antwort, aber vielleicht kriegen Sie das in zwei Sätzen hin. Ja, Meier, freut mich auch, Sie mal wieder zu sehen. Diese Frage ist schrecklich. Also ich behaupte immer, und es ist auch wirklich, weil ich es glaube, also ich bin eigentlich immer noch stolz und froh, in gewisser Weise sagen wir mal, oder zufrieden mit meinem Resonanzbuch, bis auf dieses Kapitel, das genau diesen Titel trägt, der Konturen der Postwachstumsgesellschaft. Das ist einfach unbefriedigend, weil man es nicht richtig sieht, wie diese Postwachstumsgesellschaft aussieht. Und ich habe jetzt eigentlich auch noch in dem neuen Buch mit Andreas Reckwitz diesen Baustein adaptive Stabilisierung versucht, ein bisschen weiter zu treiben. Vielleicht habe ich auch über diesen Energieansatz ein paar neue Ideen gewonnen, aber irgendetwas widersetzt sich da, muss ich wirklich sagen, meinem eigenen Denken, weil ich kann zwar Sachen formulieren, habe ich auch schon in dem Buch gemacht, also Grundeinkommen oder so und Staatsschulden steht, bin ich total dafür, auch Deckelung der Spreizung und so weiter. Und aber das ist irgendwie, also ich glaube, es gibt sogar, also erstens scheint mir das nie zu reichen, ne? Und zweitens, ich habe irgendwie das Gefühl, da verlasse ich eigentlich irgendwas stimmt nicht. Also da verlasse ich eigentlich das, was ich eigentlich tun will und tun kann und übernehme halt irgendwelche vorhandenen Konzepte. Vielleicht liegt es an dieser, ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass ich da selber verfügbar machen will, wo ich immer behaupte, also eigentlich geht es um Unverfügbarkeit, um das Zulassen von Unverfügbarkeit. Und in dem Moment, wo ich dann sage, diese 17 Schritte sind es, ja, da versuche ich die Sache wieder verfügbar zu machen. Deshalb behaupte ich immer, was wir brauchen, ist ein Switch im Existenzmodus. Ich würde das sagen. Und das iPhone ist vielleicht schon ein gutes Beispiel auch, aber es ist ein Beispiel, weil der Witz ist ja, die iPhone-Entwicklung wird ja nicht von den Kundenwünschen getrieben. Ja, also weil die Impfstoff praktisch schon, weil ich als Kranker unbedingt einen Impfstoff will oder als potenziell Betroffener. Und deshalb meine ich sozusagen, wenn wir nur da entwickeln würden, wo es gute Gründe gibt, wäre es schon mal ziemlich gut. Ich hatte noch eine Idee, jetzt noch ein bisschen nicht mehr. Was mir noch wichtig ist, was ich immer sage, wie ich glaube, also ich habe nicht eine Blaupause, wie es die Postwachstumsgesellschaft aussieht, aber ich habe eine Idee, wie wir da hinkommen. Und eigentlich ist dafür meine Leitmetapher inzwischen,
Leonard Cohen, ja, aus dem berühmten Anthem. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Und weil meine These ist, in allen Praktiken, ja, selbst in so einer Diskussion zum Beispiel, gibt es irgendwie einen Sinn für eine Differenz zwischen Steigerungsorientierung und Resonanzorientierung. Ja, man muss es auch nicht unbedingt Steigerung nennen, aber ich würde schon sagen, so einer verdinglichenden. Ja, also ich kann auch versuchen, möglichst schnell und präzise und immer recht haben oder sowas. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist eins. Ja. Und ich weiß, was ein Resonanzsinn ist. Und die beiden Orientierungen gehen immer übereinander. So wie jetzt auch, wenn man zum Beispiel das moderieren muss, wie der arme Herr van Loon, dann hat man doch immer diesen, ist doch wirklich so, da hat man immer diesen Widerspruch. Ja, einerseits mag ja die Diskussion gerade interessant sein, aber andererseits sollten wir längst fertig sein und vielleicht warten noch drei. Und so hat, und noch viel schlimmer, hat es jeder Lehrende, hat es jeder, der in der Pflegeindustrie oder so tätig ist, jeder Arzt, auch jede Wissenschaftlerin, jede Journalistin steht immer in dieser Spaltung zwischen was wäre ein Resonanzsinn für das, was ich tue, und was ist der Steigerungssinn. Und ich möchte diesen Spalt systematisch ausnutzen, um sozusagen eigentlich umzuschalten oder die Resonanzorientierung größer zu machen. Und so ist inzwischen meine Hoffnung, kommt man vielleicht irgendwann zur Postwachstumsgesellschaft. Aber ganz zufrieden bin ich damit. Eigentlich bin ich überhaupt nicht damit zufrieden. Also lassen Sie uns auch an der Stelle weiterarbeiten. Du musst dein Leben ändern. Ja. Okay. Es gibt bei solchen Veranstaltungen auch ein bisschen eine negative Dialektik. Und die Dialektik ist, je interessanter es wird, desto mehr muss ich als Moderator es uninteressanter machen. Ich muss irgendwo zum Schluss bringen. Herzlichen Dank für den Vortrag, Herr Rosa. Herzlichen Dank auch für alle Fragen. Natürlich auch von Herrn Meyer, dass er noch so lange warten müsste, bevor die Frage gestellt werden konnte. Aber in dieser Wartezeit lebt man auch wieder etwas länger, glaube ich. So, vielen Dank nochmals auch für alle, die hier zugeschaltet worden sind. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie interessant theoretische Soziologie sein könnte. Sie sind auch immer bei mir in der Vorlesung willkommen. Deswegen. Wir sind fast am Ende unserer Vortragsreihe. Nächstes Mal am 1. Juli haben wir noch Professor Dr. Ina Kerner über die alte politische Mission zu den gesellschaftlichen Aufgaben kritischer Lehre und Forschung. Und jetzt bleibt mir noch Herr Rosa nochmal zu danken für seine Beteiligung, für seinen ausführlichen Einsatz, auch Körpereinsatz, würde ich sagen. Es ist ein bisschen länger gedauert als geplant, aber wahrscheinlich auch einfach wegen des großen Interesse, worauf Sie, dass Sie hier kultiviert haben bei uns an der Universität. Dann wünsche ich alle Zuschauer, alle Beteiligten, alle im Warteraum und so weiter, auf der Bühne und nicht auf der Bühne, einen schönen Abend. Genießen Sie die Zeit, schönes Wetter und so weiter. Wir haben ungefähr 15 Jahre und dann geht es mit Climate Change tatsächlich in die Hose. Schönen Abend. Vielen Dank, auch von meiner Seite aus. War sehr interessant. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Jetzt ist natürlich dann das Bild weg und live.